Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Episode 24 und wir haben mal wieder einen Gast. Das ist wieder ein Interview. Wir sind ja momentan dann doch eigentlich mehr im Interview-Modus. Und wir haben auch wieder was ganz, ganz, ganz Spannendes für euch am Start. Ein Schwergewicht der Branche. Schwergewicht der Branche. Dani mag ja den Spruch so gerne. Wir haben einen Artist an Bord, der uns heute viel erzählen wird, hoffentlich, und viel Spannendes. Und wir sagen erstmal Hallo zum Matthias. Grüß dich, Matthias. Grüß euch. Genau, das ist nämlich hier. Sehr schön. Freut uns auch. Das ist der Matthias Kollross. Näheres zu ihm gibt es gleich. Wir haben noch dabei aus unserer Runde den Lorenz und den Daniel. Die werden heute das Zepter übernehmen. Ich werde mich mal heute dezent im Hintergrund halten, auch wenn es mir keiner glaubt. Mal schauen, ob er es schafft. Ich bremse mich heute mal. Ich lasse euch heute mal das Feld. Das muss ja auch mal sein. Aber ja, die Folge ist auch tatsächlich nochmal gesponsert von cardmarket.com, Europas größtem Online-Handelsplatz für Magic-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten oder jeglichen Sammelkarten, die es da draußen halt so gibt als Sammelkartenspiele. Genau. Ja, und ja, wir müssen auf jeden Fall zur Tat schreiten. Wir hatten letzte Folge ein großes, großes Gewinnspiel, also für unsere Verhältnisse mal ein richtig großes, wo wir wirklich schöne Sachen verlosen durften. Und wir haben jetzt die große Ehre, Gewinner zu announcen, die wir jetzt auch gleich live in unserem Podcast verlosen. Es schneidet eine Kamera mit. Wir haben hier die Produkte, die ihr nochmal sehen könnt. Also jeder, der jetzt nochmal auf YouTube guckt. Einfach auch nochmal für euch. Hier stehen zwei Archive 800 plus Xenoskin von Ultimate Guard. Dann, was ich das letzte Mal unterschlagen habe. Schande über mein Haupt, es tut mir leid. Es ist jeweils auch noch ein schwarzes Live-Pad dabei. Das habe ich letztes Mal total vergessen. Die habe ich in dem Karton gesehen erst. Es tut mir leid. Dann gibt es noch jeweils eine Playmat. Es gibt noch ein Schlüsselband und dann noch diesen Turnbeutel. Und die jeweiligen Caps. Und das geht an jeweils einen Gewinner. Denn einen Gewinner werden wir verlosen für die YouTube-Kommentare. Das ist quasi die eine Kategorie gewesen. Und der andere Gewinner oder Gewinnerin, man muss ja beides natürlich einschließen, das läuft über unsere drei Social-Media-Kanäle gebündelt. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, ich habe da auch tatsächlich was vorbereitet. Da sind sogar die anderen beiden hier noch nicht drauf vorbereitet, was ich jetzt mache. Sekunde. Wir brauchen eine musikalische Untermalung dafür. Weil sonst ist es ja nicht episch genug, was jetzt hier passiert. Ich bitte euch. Jetzt? Ja, natürlich. Irgendwann so. Blenden wir noch Grafiken ein. Ja, das ist mal gucken, ob ich dann so skilled bin. Das schauen wir mal. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier für die Auslosung über die Social-Media-Kanäle wieder mal random.org bedienen. Da kann man nämlich eine schöne Zahl wie 43, die wir nämlich insgesamt haben, eingeben. Und das darf tatsächlich wieder der Lorenz machen, der quasi dort wieder die Würfel oder Glücksfee oder was auch immer du da bist, spielt. Und du darfst jetzt einfach mal zur Tat schreiten und den Social Media. Ich schüttel schon. Ich finde auch, Lorenz sieht am ehesten wie eine Fee aus. Ja, absolut. Was würfelt er? Gut, dass wir gerade aufnehmen, sonst hätte ich jetzt was gesagt. Die Elf. Die Elf? Die Elf. Die Elf. Was die ist Glückself. Ja, du hast die Elf. Das ist die lustig, oder? Anna die Galatte. Die Anna Galatte. Na, da haben wir tatsächlich eine. Oder Galatee. Oder das wollen wir natürlich jetzt nicht in Frage stellen, wie der Name aussieht. Also die Anna. Die Anna, genau. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Paket. Ich habe noch vergessen zu sagen, bei Social Media war es der Petrol in dem Fall. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, weil du vielleicht mehr Lila gemocht hättest. Das ist halt jetzt schon so festgelegt gewesen. Aber du wirst von uns kontaktiert und dann entsprechend bist du die glückliche Gewinnerin von diesem Paket. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir danken recht herzlich für deine Teilnahme. Ja, und ich denke, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, weil das Package ist schon sehr lukrativ, muss ich sagen. Würde uns natürlich freuen, wenn wir da vielleicht irgendeinen Social-Media-Post kriegen, wo wir dann einfach dann dich mit dem Empfang dieser glücklichen, oder der Ware glücklich sehen, so rum. Der glücklichen Ware. Wobei die Ware wird auch glücklich sein, bin ich mir ganz sicher. So, und dann haben wir hier noch den YouTube-Random-Picker. Der wird jetzt nämlich noch zur Tat schreiten und einen YouTube-Kommentar auslosen. Und das sieht man hier im Hintergrund ein bisschen. Ich würde einfach mal auf Start klicken und schauen, welchen dieser Kommentare dieser Random-Picker sich jetzt auch rauspickt. Und er läuft schon. Es ist Marcel Curie. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Ich lese jetzt einfach, weil es da dabei ist, mal den Kommentar vor. Das finde ich nämlich ganz cool. Hier steht, eigentlich wurde schon alles genannt, was Ultimate Guard am besten noch machen könnte. Für mich halt immer noch Deckboxen mit Motiv größer als 100 Doublesleeved. Ist mal echt klasse, dass ihr Commander-Deckbau thematisiert. Im Englischen gibt es da schon, aber nicht jeder spricht Englisch so gut. Meine Söhne werden sich freuen. Oh, Marcel, ja dann. Dann macht natürlich so ein Archive 800 noch viel mehr Sinn. Das heißt, auf den nächsten Familienausflug können alle Decks mit. Von den Söhnen und von dir, das ist doch cool. Dann auch dir herzlichen Glückwunsch. Dadurch hast du natürlich jetzt ein bisschen Platz für Decks bekommen. Ja, und dann freuen wir uns, dass wir dir entsprechend diesen Archive in Farbe Lila mit diesem schwarzen Cap zugeschicken dürfen.
und danken auch dir, dass du teilgenommen hast. Und ansonsten auch herzlichen Dank für die große Teilnahme. Also wir müssen auch sagen, erstens natürlich nochmal Dankeschön an Ultimate Guard, dass wir trotz dessen, dass wir natürlich diesen Shop beworben haben, auch was verlosen durften. Aber war wirklich toll, hat Spaß gemacht. Wir haben viele, viele sehr interessante Kommentare zu lesen bekommen. Also da waren spannende Produktvorschläge dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ultimate Guard aufmerksam zugeschaut und gelesen hat, weil da waren schon ein paar super interessante Sachen dabei. Also es würde mich wundern, wenn da nicht vielleicht mal was auf den Markt kommt. Ja, und ansonsten haben wir an sich noch natürlich einmal jetzt noch die Chance, Entschuldigung, da musst du jetzt nochmal spontan einspringen, Lorenz, beziehungsweise wir machen es anders. Ich habe es hier schon offen. Ich kann es hier nämlich auch nochmal auf den YouTube-Kommentar klicken, dass ich einen anderen Gewinner ermitteln will, weil dann verlosen wir einfach gleich nochmal im Anschluss den einen Ultimate Guard Coupon, den wir haben. Entschuldigung, Card Market Coupon. Card Market, jetzt war ich zu schnell. Den Card Market Coupon, den haben wir nämlich auch noch. Haben wir noch einen. Einen haben wir noch, einen haben 8 Euro. Noch. Und der geht jetzt raus, und zwar an den Kommentar... Marco Velkovic, Entschuldigung, ihr macht es einem auch echt nicht leid. Es tut mir echt leid. Velkovic, bitte, also dir herzlichen Glückwunsch zu dem 8 Euro Card Market Gutschein. Ein echt guter Podcast. Ihr habt mir viele Fragen beantwortet, die ich bis jetzt hatte zu Commander. Vielen Dank. Das ist doch super. Ja. Das zeigt doch, dass wir auch damit auf dem richtigen Weg waren. Ja, und dann haben wir verlost. Wir haben Ware an den Mann gebracht. Es wird aber tatsächlich in naher Zukunft noch mehr geben. Und ich kann zumindest kurz spoilern. Wir werden in der Folge auch was verlosen. Was richtig cool ist. Wir haben es selber erst gerade vor wenigen Minuten erfahren. Aber ich, ganz ehrlich, ich lasse den Spaß dem Matthias einfach selber. Der darf dann gleich noch, bevor er sich vorstellt, vielleicht kurz sagen, was er uns denn vielleicht Schönes einfach so bevor oder danach? Naja, wenn wir jetzt schon von Verlosen sprechen. Dann müsst ihr den Leuten erzählen, was er macht. Das ist wie mit dem Esel und der Karotte, ihr kennt das. Wir hängen die jetzt einfach ganz weit vors Maul und die muss er später also erzählen. Also so viel dazu, dass der Martin sich zurückhält. Aber ja, jetzt bin ich ruhig, ich bin jetzt durch. Ich hab meinen Teil erfüllt, ich habe Menschen glücklich gemacht. Lass euch und Matthias das Feld, freue mich auf die Folge. Ja, und dann würde ich sagen, ihr startet einfach rein und Matthias, ganz zum Schluss darfst du dann noch announcen, was du Nettes für uns dabei hast. Aber genau. Euch erstmal viel Spaß, ich bin jetzt ruhig. Wirklich. Alles klar, gut. Dann, bevor wir jetzt hier groß noch weitere Worte verlieren und alle warten schon gespannt auf den Matthias. Matthias, fang doch einfach mal an. Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Und erzähl mal ein bisschen was von dir. Und vor allem in Bezug zu Magic natürlich gerne. Über Magic auch? Okay. Was du so mit Magic zu tun hast. Also mein Name ist Matthias Kalbas. Ich bin professioneller Magic Artist. Ich illustriere jetzt seit 2011, also ich glaube, die erste Karte von mir war im 2012er Core-Set und seitdem habe ich circa, es werden schon über 100 Karten sein, was ich gemacht habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele davon schon veröffentlicht sind, aber ich glaube, es werden schon so 120, 130, irgendwie so in die Richtung wird es gehen. Und bin immer noch schwer begeistert davon. Ist ein toller Beruf, kann ich nur sagen. Und freue mich natürlich, dass diese Arbeit da gewertschätzt wird in Form von einem Podcast mit einem rosa Schweinlau. Also David, da gleich mal fragen. Du machst wirklich hauptberuflich Magic-Karten? Oder machst du hauptberuflich, sage ich mal, Künstler, Artist und machst auch Magic-Karten? Nein, ich bin wirklich hauptberuflich, Magic ist mein größter Kunde. Mhm. Also ich arbeite generell im Bereich Fantasy, Science Fiction, habe einige Buchcover für Fantasy Flight, für Warhammer 40k, cool. Diese Geschichten gemacht, also für das Ganze, für die Rollenspielseite von Warhammer habe ich einige Covers eben gemacht. Legends of the Five Rings und so weiter und so fort. Also sind einige sehr, sehr lustige, interessante IPs. Und ja, wie gesagt, Magic ist eben das größte Zugpferd. Und spielst du auch selber? Also spielst du selber Magic? Nein, ich spiel leider kein Magic. Also okay, auch noch nie ausprobiert. Du bist tatsächlich hauptsächlich nur in der Kunst unterwegs dort. Ich bin nur über die Kunst drauf gestoßen, interessanterweise. Also bei uns in der Schule und so weiter, es hat keiner Magic gespielt. Okay. Und ich war in die Kreise drin, die eigentlich Magic hätten spielen sollen. Aber wir haben alle Schwarze Auge, Dungeons and Dragons und so weiter gespielt. Und ich bin erst viel später dann auf Magic gestoßen, indem ich eben auf diese Art Websites
Über die bin ich dann, über das Artwork, weil das einfach so geil ausgeschaut hat, ja, bin ich dann auf Magic eben auch aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, das wäre schon interessant, sowas mal beruflich zu machen. Ja, krass. Und dann hast du, sag ich mal, hast du Ausbildung dann als Zeichner, Grafiker, Maler oder so das Hobby zum Beruf gemacht, oder? Wie bist du dazu gekommen? Meine Mama erzählt halt, ich habe schon immer gezeichnet. Aber ich glaube, das sagen alle Eltern. Ich werde nur nicht aufgehört damit einfach. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Ausbildung habe ich gehabt. Ich war in Linz in der Grafik-HTL. Da haben wir sehr viel gezeichnet und es war gerade am Übergang. Also da klinge ich jetzt wahrscheinlich uralt, wenn ich das sage. Aber das war so der Übergang zwischen analogen und digitalen Arbeiten. Also unsere Lehrer haben sich noch nicht so wirklich auskennt mit den Computer, wir haben ja das eben dann gezeigt. Und da bin ich eben auch auf Photoshop gestoßen, weil die Mehrheit von meinen Bilder sind ja im Photoshop gemacht. Und mit dem kann man wunderbar malen, eben auch mit dem Programm. Okay. Und später bin ich dann nur auf die Kunstuni gegangen. Hauptsächlich um meinen Vater zu ärgern. Das klingt gut. Ja. Ja. Aber dann hast du ja schon echt eine Ausbildung, also schon, sag ich mal, viel Schulisches oder Akademisches drumherum gebaut. Jetzt ist es so, ich bin ein großer Fan von Arts und auch von Magic Arts, aber ich bin total der Depp im Zeichnen oder im Malen. Wenn ich Magic Art zeichnen würde, dann sieht das echt wie von Vierjährigen aus. Ist es jetzt einfach nur, habe ich... Das stimmt überhaupt nicht. Der Dani ist berühmt für seine selbstgemalten Tokens. Das stimmt. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Es gibt tatsächlich Sleeves von mir, aber die... genau, jetzt hast du mich rausgebracht, Lorenz. Also was ich fragen wollte, ist eigentlich die... Gern geschehen. Die Geschichte, ist es... Hast du Talent oder ist es einfach nur pure, harte Arbeit, so gut zeichnen zu können wie du? Naja, da wären wir schon philosophisch. Also ich meine, so tief wird das nicht werden, aber die Frage, gibt es überhaupt sowas wie Talent oder ist einfach nur Interesse verbunden mit einem Zeitaufwand, den man in ein Thema mehr investiert, als wer, der das Interesse nicht hat. Und ich sehe es ehrlich gesagt mehr wie Zweiteres. Also ich glaube, Talent ist ein anfängliches Interesse für ein Thema, was einfach dazu führt, dass man sich länger und mehr damit beschäftigt als wer anderer. Darf ich jetzt vielleicht erst später damit anfangen? Also ich habe ja hinter mir eben die Gitarre stehen und ich habe leider erst relativ spät angefangen zum Gitarre spielen. Ich war aber wahrscheinlich sehr viel besser, obwohl ich wahrscheinlich ein Talent dafür habe, war ich wahrscheinlich sehr viel besser, wenn ich früher angefangen hätte. Verstehe. Aber Gott sei Dank hast du damit später angefangen und bist uns als Artist und sonst wärst du nicht hier im Podcast, wärst du jetzt irgendwie Bassist in irgendeiner Band. Ja, wenn er Rockstar wäre, wäre er in ganz andere Podcasts wahrscheinlich. Das stimmt, dann nicht mit dem Rosa Schweindl. Das stimmt, dann wäre er beim Joe Rogan. Ja. Vermutlich. Aber der hat nicht so ein schönes Studio wie hier. Jetzt, hey, der hat zu deinem Keller Studio gesagt. Ich hab's wohlwollend vernommen. Ja, stimmt. Ich darf ja nichts sagen. Der darf schon was sagen, das ist nicht. Aber um Gottes Willen. Ja. Jetzt hast du schon die Gitarre angesprochen. Hast du eigentlich jetzt, wir gehen noch viel stärker noch auf deine Kunst als solches ein, aber was machst du sonst, wenn du gerade nicht zeichnest oder Gitarre spielst? Hast du noch irgendwie andere Hobbys oder? So, jetzt hast du mir die Gitarre auch schon weggenommen. Ja, das hast du schon. Außer die Gitarre, ich weiß nicht, recht wieder, da fahre ich dann auseinander. Okay. Hin und wieder spiele ich Videospiele, aber immer weniger eigentlich. Und also so bin ich übrigens auch zu professionellen Artworks gekommen über World of Warcraft. Ach cool, okay. Das ist, machen wir kurz den Sidetrack, oder? Ja, klar. Ich habe Fanart gemacht eben für World of Warcraft vor damals, wo es rauskam, ist es schon ewig her. Und habe das dann in die Foren, in die WoW-Foren gepostet. Und irgendwer hat dann gesagt, hey, ich soll jetzt in diesem und diesem Forum posten. Damals war das conceptart.org. Und hat sich eben rausgestellt, dort haben einige der besten Illustratoren, Effie Magical, Jason Chan war damals dort, cool. Marco Djurdjevic, der was für Marvel extrem viel Covers gemeint hat, hat dort immer seine Bilder gepostet. Und
Und so bin ich dann eben auch über die Magic-Bilder drüber gestoßen, also zufällig über Videospiele. Also, okay. Das heißt, Videospiele können zu tolle Karrieren führen. Okay, rufen wir damit aus. Und das ist auch der Weg, wie du dann zu WotC gekommen bist? Wurdest du quasi auch genau in diesen Foren entdeckt oder hast du dich klassisch beworben? Also ich bin in diese Foren entdeckt worden, aber nicht von Wizards. Ich bin damals von White Wolf entdeckt worden. Und also meine Anfänge habe ich gemacht für Vampire, das Rollenspiel eben für Dark World. Ah, okay. Und habe eben ziemlich viel Schwarz-Weiß-Illustrationen gemacht. Und lustigerweise, also aber es waren, wie du sagst, eigentlich, es war, diese Foren sind jetzt auch immer noch, die sind ideale Brutstätte für Talent und für Talentsucher eben auch in dieser Branche. Also wenn irgendjemand gut ist oder was, braucht es unbedingt einen Account auf einer von diesen Seiten. Ich bin eben von, wie gesagt, von White Wolf damals dort gefunden worden. Direkt zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade an einem Bild gearbeitet habe, das ich speziell für White Wolf gemacht habe, um mich dort zu bewerben. Die haben mich aber vorher eben gefunden. Ah, das ist ideal und, eigentlich. Ja, extrem ideal. Und später ist eben dann der Fokus, also ich bin dadurch eben immer besser und besser geworden und habe mehr oder weniger gelernt, wie man professionell arbeitet. Ich glaube, hundertprozentig professionell arbeite ich immer noch nicht. Gut, ist immer die Frage, wie man es definiert, professionell arbeiten. Ganz genau, also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, ja. wie man das definieren kann. Ja, krass. Also das heißt, jeder, also wir haben auch ein paar auch jüngere Zuschauer oder auch viele, die auch echt gern zeichnen. Das heißt, also der Nummer 1 Tipp wäre, postet eure Arts in diversen Künstlerforen. Postet es definitiv in die Künstlerforen. Und was ja da extrem wichtig ist, man muss seine Arbeiten realistisch einschätzen und analysieren. Also das ist ein extrem wichtiger Skill, den man sich am besten, glaube ich, früh aneignen sollte. Weil man kriegt nicht nur Lob, sondern es gibt da oft konstruktives Feedback von, oder zumindest war es früher so. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber also man kriegt da sehr gutes Feedback, was jetzt so die Richtung angeht, wo man sich verbessern kann und so weiter. Ganz kurzer organisatorischer Einwand meinerseits. Ich mache mir die Mühe, sofern mir Matthias da zur Hand geht und würde dann gerade, falls jemand da jetzt neugierig wird und sagt, naja, was sind jetzt die Künstlerforen? Also wenn du mir die Links zur Verfügung stellst, dann packe ich die gerne bei YouTube drunter, weil dann ist das nämlich für Leute, die nicht gerade wüssten, was so eins dieser Künstlerforen sein könnte, natürlich hilfreich, wenn sie den Link finden. Also sowas sammle ich gerne ein. Also machen wir gerne. Also in der Zukunft, wenn dann dieser Podcast veröffentlicht sein wird, wird es dann euch schon passiert sein. Genau, so schaut's aus. Okay, ja. Falls in der fernen Zukunft übermorgen. Falls die Links nicht da sind, habe ich es vergessen. Das kriegen wir dann schon hin, glaube ich. Perfekt. Okay. Dann leiten wir doch gleich mal ein bisschen weiter über wieder zu deiner Kunst. Du hast gesagt, deine Lehrer waren noch das analoge Zeitalter und ihr wart sozusagen die erste Generation, behaupte ich jetzt mal, digital. Also ja. Wie malst du? Du hast gesagt, du malst mit Photoshop. Mhm. Wie schaut denn das aus? Also hast du so ein Pad, auf dem du malst, oder hast du Skizzen, die du scannst? Oder also wie, mit welcher Technik malst du? Ich benutze eigentlich alles ziemlich wie Kraut und Wurm, wie wir sagen. Also, wir Österreicher. Also ich mache sowohl als auch. Es gibt mittlerweile einen wirklich starken Sammlermarkt für Skizzen aller Art, für originale Magic-Kunst. Also der ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Und ich mache jetzt auch vermehrt eben natürlich Bleistiftskizzen, aber neben mir, so außerhalb mein erstes größeres Ölbild, was ich gemeint habe. Oh, cool. Kann ich natürlich leider nicht herzahlen. aber es existiert wirklich. Okay. Und das glauben wir dir jetzt einfach. Ja, also meistens fange ich direkt am Computer an, weil es einfach schneller geht, Skizzen machen. Wenn man jetzt irgendeine Idee hat oder es, ich weiß nicht, manchmal ist am Computer auch zu leicht fast und dann ist schon cool wieder, wenn man einen Bleistift in der Hand hat. Also es ist wirklich je nach Tagesverfassung eigentlich, wie man gerade drauf ist.
wie verrückt man gerade drauf ist. Jetzt bin ich Technik-Fan und muss kurz fragen, mich brennt's, die Frage zu stellen. Ich selbst bin Besitzer eines iPads mit Stift. Ist sowas mittlerweile auch ein Tool dafür, was man echt gut empfehlen kann? Also ich meine, ich sehe es ja immer wieder bei YouTube, so ein paar Empfehlvideos, aber würdest du das jetzt als selber Profi sagen, hey, das kann man echt gut nutzen für sowas? Also ich habe schon ein paar Mal drauf gemalt davon und ich weiß ja, dass es immer besser werden. Ja. Jetzt mit dem Procreate, was es immer gibt, kann man echt schon gute Sachen machen. Also vor ein paar Jahren hätte ich nur gesagt, na. Okay. Mittlerweile sind wir eigentlich schon ziemlich dort, ja. Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich finishen kann, im Detail schön und so weiter, aber also ich bin da extrem, wie drücke ich das aus, ohne dass ich mich selbst beleidige. Also ich brauche dann am Schluss für das Finishing extrem viel Zeit und bin da sehr Tipfelscheiße. Sehr genau, analer Tipfelscheiße. Aber trotz allem stelle ich mir das halt schon cool vor, wenn man mittlerweile halt sich vorstellt, dass einfach so ein Artist sich meinetwegen, keine Ahnung, an irgendeinem Strand draußen auf so einer Terrasse hinsetzt und dann als iPad im Urlaub dabei hat und dann einfach schon mal quasi, ich würde es mal behaupten, 80%, 90% von so einem Werk einfach hinzaubert auf so einem iPad und dann zum Schluss, wie du sagst, dann noch das Finish macht. Das finde ich schon spektakulär, wenn ich ehrlich bin, weil das willst auf den Karten jetzt hier gerade iPad-Werbung machen? Oder? Auch, ja. Ich habe weißt du, unser neuer Sponsor. Ja, genau. Der Tim hat gerade angerufen. Ja, aber okay, krass. Ich stelle mir das ehrlich gesagt da so vor. Also ich habe auch mobiles Wacom. Also Wacom ist die Marken von dem Tablet, das ich eben benutze. Mhm. Ist eben wirklich qualitativ eines der besten. Kriegt immer mehr Konkurrenz, was gut ist, weil eine Qualität teilweise, da muss man halt auf Zack bleiben dann und kann sich nicht ausruhen auf seine Lorbeeren quasi. Also es kommt immer mehr Konkurrenz und dafür die Preise wird es dann auch immer besser. Und jedenfalls, die haben auch eine mobile Workstation ausgebracht, von der ich eine habe. Und ich habe damit schon gearbeitet, ich habe in Indien gearbeitet, bin eben, wie du sagst, direkt in das Land, kann man vielleicht nicht sitzen, aber ich habe damit in Thailand gearbeitet, ich habe in Vietnam habe ich nicht gearbeitet, aber mitgehabt habe ich es auch. In Asien, in Japan war es immer mit. Also es ist genau wie du sagst, falls dann irgendwelche Korrekturen kommen, kann man die auch drauf machen, wenn man unterwegs ist gerade. Wenn die letzten Jahre war ja immer mehr auf GPs eben unterwegs und falls dann meistens hängt man dann einen Urlaub hinten dran an und falls dann irgendwie damit man den Zeitplan ein bisschen komprimieren kann. Und, ja. Also ja, ich stelle mir es grundsätzlich genauso vor, wie du sagst, ja, irgendwo am Strand liegen und das meiner cool. Und klingt echt nach einem Traumberuf. Ja, schon, ich habe auch gerade einfach nur zugehört nach geil. Was muss man eigentlich noch machen? Einfach hier in Vietnam oder in Indonesien oder wo ich auch immer bin und dann einfach ein bisschen malen, dann GP und dann heim. Ja. Ich meine, ich kann das sagen, meine Frau ist nicht happy, wenn ich im Urlaub arbeiten tue. Aber ja, klar. magst du da was? Ja, also ich zum Thema Entstehung von einem Bild, ich habe ja ein bisschen voraus recherchiert, ganz brav, und habe gesehen, du hast ein ganz tolles Zeitraffer-Video gepostet, wo du so ein Batman-Joker-Dings machst. Das habe ich mir auch kurz angeschaut, das ist auf 5 Minuten zusammengeraffert quasi, wie das Bild entsteht. Wie viel Zeit steckt denn da real dahinter, hinter so einem Bild? Also gerade das, was du ansprichst, das habe ich extrem schnell gemacht. Das war eben wirklich nur als Demo gedacht für den Prozess eben. Also ich glaube, das waren 3 Stunden für das Bild. Aber das ist halt, also ich war selber überrascht, wie schnell das gegangen ist. Und normalerweise brauche ich länger. Also für Magic-Karten, das Schnellste, was ich glaube ich je geschafft habe, waren 3 Tage. Okay, und normalerweise dauert es aber schon eine Woche mindestens. Okay. Weißt du, welches das war, das Schnelle? Ich habe damals, lustigerweise, ja, da waren wir in Holland. da waren wir in Holland und ich habe genau gewusst, bei diese, es waren 3, die relativ schnell entstanden sind. Eins war Misdirection. Ah, der. Ich kenne leider die deutschen Namen nicht, also ich kenne nur die englischen. Ja. Es war Misdirection. Hab schon da dort, genau, was sieht man leider nicht, was ein bisschen überblendet, also überlichtet. Ja, aber. Genau, ja. Misdirection ist eine viel gespielte Karte auf jeden Fall. Ja, ist
war eine von den frühen erfolgreichen. Also ich habe, es hat relativ lang gedauert, bis die Fans zu mir gekommen sind und was anderes gesagt haben auf die GPs, also wie, der Artwork ist wirklich toll, aber deine Karten, so. Das war so das Nummer 1 Kommentar, das ich ein paar Jahre gehört habe. Ja. Ist es auch so, dass wenn sie die jetzt die Karten zum Signieren bringen, also ich greife jetzt ein bisschen vor, wir bleiben gleich später noch bei der Bildentstehung, aber wenn die dann mit Karten zu den GPs kommen und sie signieren lassen, kommen sie dann, wo du selber sagst, die kommen mit den richtig guten Artworks oder kommen sie eher mit den richtig guten Karten? Es kommt drauf an, also das Interessante, was zum Beobachten ist, manche Artists sind Synonym für Karte. Also ich war mit Lukas Graziano in Wien und der hat, oh Gott, wie heißt die Karten? Wo der Zauberer schmilzt wie eine Kerze. Zauberer schmilzt wie eine Kerze, das weiß ich jetzt nicht. Der Swordsies, oder? Er hat quasi ein Signature Artwork, beziehungsweise eben die Karte ist so beliebt und so gut, dass er eigentlich nur mit der identifiziert wird. Okay. Tut mir leid, mir ja, doch, das ist der Swordsies. Swordsies, doch, das ist die. Ja. Da, wo die Hand so wegschmilzt, ne? Ja, genau, Swordsies, wo er ganz schockiert ja. im Shot. Ja. Und ja, also er hat den ganzen Tag eigentlich nur diese Karten signiert und nur Skizzen von dieser Karten zeigt. Und also da ist dann schon ziemlich extrem. Und bei mir ist eigentlich, ich bin oft überrascht, was für Karten dann die Leute. Also es gibt schon so All-Stars mittlerweile. Also ich habe eben diese Dark Devs gemacht, die ziemlich gut angekommen ist. Und die Tatiora zum Beispiel, also die war sehr beliebt da. Aber es gibt immer wieder Karten, die dann überraschend sind, wo ich mich dann wirklich freue, dass die wer signiert haben will. Ah, okay. Aber jetzt habe ich schon mal gehört, ja, dass es so einen Zusammenhang gibt, tatsächlich zwischen wie stark die Karten ist und wie dann auch das Artwork wahrgenommen wird. Ich meine, andererseits kennt es natürlich ja jeder, ich sage mal so 3-3 für 3 in Grün, die es halt zum Draften gibt, die gibt es in jedem Set, das ist nichts Besonderes, das vergisst man halt einmal schnell wieder, sage ich mal. Aber so richtig gute Karten, die es dann auch im Spielen immer wieder siehst und jetzt gerade aktuell auf Arena, wenn du in jedem zweiten Spiel dagegen spielst, dann ist das viel präsenter. Mhm. Aber ja. Es ist natürlich schon interessant, wo der Dani jetzt drauf hinaus wird, glaube ich, ist es dann manchmal so, dass man sich denkt, ja, das war jetzt okay, aber jetzt nicht mein Lieblingsartwork und jeder möchte bloß das von mir. Also hat man so ein bisschen das Gefühl, man wird vielleicht reduziert auf was? Also ich nun nicht. Also ich habe eben jetzt ein paar starke Karten, die auch gespielt werden. Die gern gespielt werden, habe ich das Gefühl, aber wirklich reduziert, nein. Also es gibt halt immer, je nachdem, wenn man beim GP ist, welches Set gerade rauskommen ist. Und natürlich sind die Karten aus dem Set dann gefragter und interessanter. Ja. Aber damit habe ich eigentlich kein Problem, das freut mich. Aber es gibt definitiv Karten, wo man so denkt, da hätte ich am liebsten nochmal einen Tag rein investiert oder so. Also, Misdirection, weil du die in 3 Tagen gezeichnet hast, oder? mit der bin ich eigentlich bis halt ziemlich zufrieden. Okay. Also es dauert da immer, wenn ich mit dem Bild fertig bin, brauche ich immer Zeit, bis ich es wieder objektiv anschauen kann. Ohne dass ich mir denke, das ist jetzt mein schlechtestes. Also man denkt sich oft, das ist meine schlechteste Karten, die ich je gemacht habe. Und dann sieht man es einen Monat später, während man an der neuen schlechtesten Karten arbeitet und denkt sich, wow, die hat eigentlich ziemlich gut ausgeschaut schon einen Monat. Und sehr gut. Also, ich muss sagen, also ich mein Favorite Artwork von dir ist, finde ich, Greater Good. Ja, es ist ja eins von meinen persönlichen Favorites, ja, definitiv. Da bist du mir zum ersten Mal als Artist wirklich dann ins Auge gestochen. Weil das ist eine von den 3 Karten, die ich in Holland gemacht habe. Ah, okay. Also ich muss sagen,
bin gerade total erschrocken. Ich habe mich ja, weil ich euch beiden das Feld überlassen habe, gar nicht so groß darauf vorbereitet. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Karten man von dir kennt, Chapeau. Also wirklich krass. Das merkt man erst, wie viel dann wirklich hinter solchen Künstlern steckt. Das ist eigentlich traurig. Und deswegen bin ich wirklich umso glücklicher, dass wir jetzt mal in so einem Podcast im Ganzen wirklich irgendwo ein gewisses Gesicht geben. Weil das, glaube ich, wird vielen so gehen. Jedem, der jetzt zuhört, da wird es wahrscheinlich bei einigen wirklich genau wie bei mir im Hirn einfach schlagartig Aha-Effekte geben. Und zwar noch und nöcher. Weil wenn wir von Thoughtseize reden oder von Greater Good und solchen Karten, das ist genau das, was ihr gesagt habt. Oder Dark Depths oder was es da so alles gibt. Das sind einfach echt teilweise Brecher, die ja konstant also dabei sind. Aber ich meine nur, das war einfach ein weiteres Exemplar, wenn man sich da gar nicht mal überlegt. Und dann stecken da teilweise hinter mehreren Karten, und wir werden noch ein paar von dir entdecken, einfach immer die gleichen Künstler, wo man sich einfach gar nicht vorstellen mag, dass die da so viel Einfluss auf so ein Spiel haben. Das finde ich einfach spannend. Also mich stimmt es gerade happy, allein nur zuzuhören und solche Entdeckungen zu machen. Ja. Bin wieder ruhig. Freut mich, dass es dir gefällt, Martin. Wenn wir gerade bei dem Greater Good waren, vielleicht springen wir jetzt ein bisschen in unserem Skript und reden mal kurz über deine Kunst. Also, was mir bei dem Greater Good aufgefallen ist, wie ich es das erste Mal gesehen habe, so im ersten Moment, klar, der steht da, hebt die Arme und man denkt so, ja, okay, der opfert sich jetzt für das größere Gute, also für das größere Gesamte, und dann im zweiten Hinschauen siehst du, oh, da krabbelt aber was an dem rauf und das frisst den ja gerade. Wow, das ist ja, also im ersten Moment war es bei mir dann, oder im zweiten Hinschauen so, boah, krass. das ist mir jetzt aufgefallen, wenn man sich mehr mit deinen Bildern beschäftigt, zum einen ist es ein sehr detailreich, also das ist das Greater Good, eher nur eins mit weniger Details, aber so andere Sachen wie zum Beispiel aktuell die Andre's Forerunners oder sowas, da ist ja wirklich, da sind ja gefühlt tausende Striche drin. Also, und zum anderen, was mir aufgefallen ist, du arbeitest sehr viel mit Kontrasten, also mit, sage ich mal, dunklem Hintergrund und dann hellen, also es ist eigentlich in jeder Karte irgendwo ein ganz heller Punkt oder ein ganz kontrastreicher Punkt drin. Ist das jetzt so, was, wo du jetzt sagst, das ist jetzt dein Signature-Move, sage ich mal, das ist der typische Matthias Kollross-Stil, oder was macht den Stil aus? Hast du da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist so meins? Ja, definitiv. Oft versuche ich man versucht ja eigentlich oft, dass man, nicht wenn man nicht berechenbar sein will, aber wenn man sich eben weiterentwickeln will als Künstler. Und natürlich, ich habe immer extrem dunkles Schwarz drinnen. Und ich versuche halt, dass ich nicht auf 100% schwarz und 100% weiß. Das ist eben jetzt, also man kann auch, man kann eigentlich auch mit recht subtile Hell-Dunkel-Verläufe, indem man die richtigen Farbtonen wählt, extreme Kontraste schaffen. Und ich, wie du sagst, ich liebe halt Kontraste zwischen Farben, zwischen Hell-Dunkel. Hat aber auch damit zum Dorn, muss ich sagen, dass ziemlich schnell klar war, wenn eben dein Bild, was ist das, halbes Scheckkartenformat, wenn das eben so klar gedruckt wird und du sollst immer noch erkennen, bei teilweise recht komplexe Szenen, die dargestellt werden müssen, um die Kartenmechanik verständlich zu machen, brauchst du eben recht kontrastreiche Bildsprache, nennen wir es mal, gestürzt. Ja. Und verstehe. Das ist natürlich, das kommt mir dann auch entgegen, also weil ich eben, wie gesagt, ich tendiere eben auch dahin, dass ich habe quasi primärfache, also wenn du jetzt sagst, was macht mein Stil aus, wenn ich den so analysieren muss, ich habe meistens Primärfarben, um die herum dann den Farbkontrast aufbaue und versuche halt, dass ich mit Licht natürlich dann das Ganze in den Fokus rückt, dass man erkennt, worum es dann geht. Das finde ich tatsächlich also sehr, sehr deutlich. Was halt auffällig ist, ist, also mal Tattoo war außen vor gelassen, aber du hast tatsächlich auch vom Ding her sehr düstere Bilder. Also düster nicht von der Farbgebung her, sondern von auch teilweise vom Inhalt sind die immer sehr, sehr düster gestaltet. Ich meine, man hätte ja Greater Good, gut, ich kenne das Briefing natürlich nicht, aber theoretisch ja auch, sage ich mal, dahingehend positiver zeichnen können. Ist das auch so ein Ding, wo du sagst, dass du eher das düstere Fantasy-Bereich beackerst und weniger Gummibärchen malst? So in, wie gesagt, eben
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bevor ich eben meine erste Magic-Karten gemacht habe, habe ich für Fantasy Flight eben Warhammer 40k und so weiter gemacht. Ja. Und ich bin halt auch mit diese ganzen Kinder, nennen wir es Kinderfilme, mit diesen Fantasy-Filme aus die 80er Jahre aufgewachsen. Ja. Die eigentlich, wenn man sagt immer, sie sind für Kinder, aber wenn man sich die unendliche Geschichte anschaut, wenn man sich diese Sachen mal genauer anschaut, Dark Crystal und so weiter, die sind einfach so morbide und düster und gruselig teilweise. Und stimmt. Also ich habe da definitiv ein Interesse und eine Tendenz in die Richtung. Ich finde es einfach sehr spannende Welten, sagen wir so. Und ja, also stimmt. Bei Magic muss man sich ja dann zurückhalten, was Blut und Gewalt angeht. Also man muss eben ein bisschen subtiler zeigen, dass der von den Käfer aufgefressen wird, was wahrscheinlich dem Bild definitiv geholfen hat, muss ich sagen. Ja. Wenn ich ja, da keine Restriktionen hätte. Das macht es, glaube ich, mancher Hinsicht noch viel gruseliger, die Beutel. Also wenn jetzt alles einfach nur voller Blut war, sage ich mal, das ganz ja. krass dargestellt war, dann hat man das gut, dann ist es im ersten Moment vielleicht der Schockeffekt, aber sowas, das du erst auf dem zweiten Blick siehst, das ist, glaube ich, das kribbelt viel mehr, da ist viel mehr Gänsehaut dahinter, als wenn es jetzt ja. so plakativ, sage ich mal, dargestellt ist. Ich habe einer der schlimmsten Filme, die ich gesehen habe, also schlimm, weil ich, wo ich am meisten gruselt habe, war die Mumie, also findet ihr jetzt vielleicht witzig, aber bei der Mumie gibt es diese Skarabäus-Käfer, die unter die Haut kriechen. Oh. Und als ja. Kind habe ich da echt klar. Panik gehabt von diesen Dingern. Ja, klar, kann ich verstehen. Und das ist dieses Gefühl, so ein bisschen löst dieses Bild aus. Aber ich finde, also warum es mein Lieblingsartwork war von dir, ist es tatsächlich die Intensität, die einfach in diesem Bild drin ist. Also das sie hat schon viel Message. Ja, die du kannst es dir anschauen und du siehst viel Message aus einem Bild, was du bei anderen Bildern nicht so häufig vorfindest. Ja. So geht es mir zumindest und deswegen. Aber ist es jetzt auch absolut. Ist es approved als meine Lieblingskarte für dich? Ja, es ist approved, das kann ich. Okay, danke. Jetzt bin ich trotzdem wieder. Sehr schön. Hast du eigentlich jetzt ein eigenes Artwork, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsartwork aktuell oder überhaupt? Ja, also Greater Goods, definitiv eins von meinen persönlichen Favoriten, nicht nur, weil ich selbst mir als Referenz gewählt habe. Also, mag man vielleicht erkennen, wenn man oder na, so war ja. Genau. Schon ähnlich. Ah, ja, genau, man sieht die Ähnlichkeit, ja. Also ich, wenn ich jetzt aus der jüngsten Vergangenheit schaue, Katrill, Aspect Warper, der Commander. Ja, also mit dem habe ich ja ziemlich viel Spaß gehabt. Und wie gesagt, ich kenne leider die Namen nur im Englischen, bin mit dem deutschen Magic nicht bewandert. Erebos Intervention ist auch eine von meinen Lieblingskarten. Kann ich am Bildschirm aufmachen, wenn es wollt. Ich mache es parallel immer auf hier, also bei mir auf dem großen Bildschirm. Cool. Offen. Und ich werde es auch einblenden bei YouTube. Perfekt, ja. Und ja, ich meine, es gibt jetzt mittlerweile wirklich einige, wo ich sage, da bin ich eigentlich ganz happy damit. Es hat eine Zeit lang gedauert. Ich bin ja mit meiner allerersten Magic-Karten immer noch happy. Watercourser. Watercourser. Ja, wie schreibt sich die Karte jetzt? Also Wassersäule ausschaut. Genau, aber es hat ein Gesicht und viele leider kennen das eben erst dann im Print. Also man sieht es leider auf der Magic-Karten nicht. Aber ja, Wassersäule ist noch ein Neckel, da habe ich ja schon andere falsche Interpretationen gehört. Aber stimmt, also gut, die Karte ist mir tatsächlich mir jetzt persönlich runtergefallen, weil es halt ist eine Common aus Battleborn. Sieht echt krass aus, würde ich sagen. Das war die allererste damals aus dem 12er Core Set. Achso, die ist Reprint in Battleborn. Ja, genau. Battlebond, das war das Set, wo ich dann selbst in Seattle war, im Wizards Hauptquartier und beim Concept Push mit beteiligt war. Ja, cool. Da muss ich jetzt, ich muss eine Frage reinschmeißen. Ich finde, die hätte man einen Ticken früher stellen können, weil ich glaube, die Fragezeichen geht wahrscheinlich auch anderen Zuhörern so.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz abreißen, wie kommt man denn jetzt überhaupt an so einen Job? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also mich brennt die ganze Zeit die Frage, wie entsteht denn dieses... Genau, also irgendwie fehlt mir der Bezug noch. Und dann gerne natürlich auch solche coolen Exkurse wie Seattle, weil das bitte auch. Also um Gottes Willen. Aber wie kommt man ran? Wird man angerufen oder wie passiert das? Wizards war, ich habe einer von die Dungeons and Dragons Art-Direktoren von Wizards damals der hat eine ziemlich coole kleine Seiten gehabt, wo er immer so Art-Contests veranstaltet hat. Und ich hab eben regelmäßig mitgemacht, weil es ihm interessant war, dass er professionelle Art-Direktor deine Arbeiten eben direkt sehe ich da und begutachte quasi. Und du wirst da immer besser natürlich damit. Und habe dann auch einfach diese Wettbewerbe gewonnen, was dazu geführt hat, dass ich meinen ersten kleinen Job für Wizards, aber eben im kleinen Rahmen damals noch gekriegt habe. Ich habe zwar Interior Illustrations für, was war das damals? Ich glaube Dragon Magazine oder irgendwie so hat das geheißen. Und jedenfalls hat eben dieses Bild, hat dann die Runde gemacht, weil er hat es ihm seine Kollegen gesagt und er hat es auch die Magic-Kollegen gesagt. Das heißt, die haben schon mal gewusst, wer ich bin. Ah, das ist hilfreich, ja. Bevor ich überhaupt gewusst habe, dass die gewusst haben, schon wer ich bin. Und habe dann, ich habe dann damals, 2008 war das, 2009 glaube ich, habe ich einen Art Contest da gewonnen, einen anderen unabhängig von dem. Und dann habe ich eben genug Selbstvertrauen gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich sammle jetzt die besten 10, 15 Bilder aus meinem Portfolio zusammen und schicke gerne das und mache eine offizielle Bewerbung. Und bis jetzt ist eigentlich Wizards die einzige Firma, wo ich mich direkt beworben habe. Alle anderen haben wirklich, also wie man vorher gesagt hat, mich gefunden. Okay. Also es passiert alles über diese Art-Seiten sonst. Aber Wizards habe ich mir beworben und die haben mir dann eben auch mein erstes Testbild gegeben, was in der Watercourser war. Und damit war das quasi gestartet dann. Stark. Aber dann vielleicht noch die Ergänzung. Wie genau passiert es jetzt, dass du zum Beispiel Erebos Intervention malst? Was passiert da? Wie ist der Prozess? Kommt da, keine Ahnung, Wizard of the Coast auf dich zu und sagt, pass auf, da sind jetzt 50 neue Karten in dem Set. Wir brauchen da nochmal unbedingt ein neues Artwork. Du übernimmst bitte das oder gibt es dann irgendeine Art Ausschreibung und du gehst dann auf das ein oder andere ein und schickst einen Vorschlag? Also es hat, wie ich angefangen habe, waren, ich glaube, hat es zwei Artdirektoren gegeben. Mittlerweile gibt es sehr viel mehr, also ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich meine, Wizards ist ja sehr gewachsen, also Magic generell ist extrem gewachsen in den letzten 10 Jahren, kann man sagen. Ja. Ja, würdest du mal zustimmen. Also es funktioniert so, dass man kriegt eine Information ausgeschickt von einem Art-Director, die geht an alle Artists, die eben quasi in den Listen drin sind. Und man erfahrt eben, wann die Deadline wäre, also wann die Deadline für Skizzen und die Deadline, also die finale Deadline wäre und für wie viele Karten man Zeit hat und ob man Interesse hat. Und dann gibt man bekannt, wie viele Karten man gern machen würde. Und bisher war es immer so, dass ich eigentlich die Anzahl dann gekriegt habe, die quasi für die ich mich dann entschieden habe. Also. Das heißt, es gibt aber kein Battle in dem Sinne, oder? Also es gibt jetzt nicht wie eine Art Ausschreibung, dass man irgendwie jetzt 3, 4 Artists nebeneinander hat, die sich alle auf dieses Bild, ich sage jetzt mal, bewerben mit den Skizzen, die sie einschicken und dann entscheidet sich der Art Director oder passiert das auch? Oh, nein, gar nicht. Ich glaube, der Battle findet abseits von dem statt, insofern als das natürlich die begehrtesten Karten sind natürlich Planeswalker. Und ich muss sagen, ich habe zwar Karten gemacht, wo Planeswalker drinnen sind, aber ich habe bis heute keinen Planeswalker gekriegt. Okay. Und ich glaube, das ist auch immer nur so ein Ziel, definitiv, und wo ich so ein bisschen... Das ist quasi, ohne es böse zu meinen, die Champions League, oder? Quasi, es ist quasi so ein bisschen Adelung, würde ich was nennen. Okay. Und das Problem ist halt nicht nur, also zumindest rede ich mal das ein, das Problem ist nicht nur Qualität und Technik, sondern es ist immer der Stil. Also ich glaube, dass mein Stil fast ein wenig zu düster und morbid teilweise ist. Für Liliana da gäbe es aber genug. Für Liliana wäre es wahrscheinlich interessant. Da kannst du den Sorin und so eigentlich auch mit reinpacken und sowas. Also da glaube ich, gäbe schon ein paar, die du mit deinem Stil zeichnen könntest. Also, aber klar, wie du schon sagst, da gibt es halt dann, kannst du das vielleicht mal insofern grob beziffern, wie viele
Artists sich denn dann die Planeswalker teilen? Ist das wahrscheinlich nur eine Handvoll, die dann wahrscheinlich sich das zuschiebt, oder? Also es gibt mittlerweile so viele gute Artists. Okay. Also das Feld hat sich da recht ausgedehnt eigentlich. Also beziffern kann ich es nicht, wie viel das da gibt, aber es, ich würd sagen 20 vielleicht. Also ja, aber ist auch nicht so, so eine breite Masse. Und wenn man schon hört, dass da jetzt schon wirklich viele Artists insgesamt existieren, dass sich so 20 so um die Planeswalker prügeln, ist ja auch schon mal eine gute Zahl, die man sich vorstellen kann. Ja, also man weiß ja im Vorhinein auch nicht, was für Karte man bekommt, genau, also dass ich da nochmal ansetze von vorher. Also du weißt nicht, was du kriegst im Endeffekt, aber die Art-Direktoren kennen die eben mittlerweile schon, kennen die auch einschätzen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast jetzt die ganze Kreaturenmasse, also der Art-Direktor, die meisten wissen nie, ich mag düstere Sachen, ich mag morbide Sachen, ich mag Kreaturen, ich stehe so auf diese Sachen. Und ich will auf einmal Landkarten machen, würde ich das wahrscheinlich irgendwie verbalisieren müssen, aber sonst werde ich wahrscheinlich keine kriegen, aber also eher so nach dem Motto, glaube ich, funktioniert das. Die denken sich, du bist der Richtige für das oder dir könnte das Spaß machen, das ist auch Aspekt, den sie drin haben. Also Wizards ist definitiv eine Vorzeigefirma, würde ich sagen, in dem Bereich. Die Kooperation zwischen Artists und Artdirektoren, man hat nie das Gefühl, du bist der Angestellte oder du bist... Man hat ja nicht jetzt in der Klasse einen Kunden, aber es ist ein sehr viel freundschaftlicheres und lockereres Verhältnis herstellt irgendwie. Also vor allem, weil die Artdirektoren ja selber Artists sind, extrem gute, muss man sagen. Also gibt es auch Artdirektoren, die dann auch Karten zeichnen? Also Karten machen? Also ja, okay. Ja, gibt es auch. Also die Cynthia Shepard zum Beispiel. Die ist eine extrem gute Künstlerin. Also die war eben auch damals schon, bevor ich bei Magic war, habe ich eben ihre Sachen auch schon auf diese Internetseiten eben gesehen. Ja. Und war damals schon begeistert davon, da vor allem, wie viel besser sie dann geworden ist. Also sie hat sie wirklich, holy shit. Und in Seattle eben habe ich es dann auch gesehen, wie es analog in Öl malt und so weiter. Also es sind wirklich extrem gute Leute, wo man sich nur denkt, okay, deswegen habe ich nur keinen Planeswalker gemacht. Aber das muss ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ich finde nichts Besseres, als wenn jemand auf so einer Position sitzt, von dem Leute, die quasi jetzt mehr oder weniger, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, unterstellt sind, aber nach oben aufschauen und sagen, hey, du, der quasi über mir steht und mir mehr oder weniger Anweisungen gibt, dem kann ich wirklich abkaufen, dass du es kannst. Ich habe es leider selber immer erlebt im Job. Da gibt es Leute, die sitzen auf Positionen, die erzählen einem, wie der Job geht und wissen es selber eigentlich gar nicht. Aber wenn du das schon sagst, man hört dir das echt, man hört das voll raus bei dir, dann finde ich das cool. Also ich finde das enorm wichtig, weil allein da auch deine Wertschätzung extrem stark zur Geltung kommt. Und das gibt dem Ganzen ja nochmal einen richtig schönen Push, warum wir dann arbeiten, auch umso besser werden, weil die Leute ja zufrieden sind. Und das ist natürlich ein cooles Zeichen. Also und ich finde vor allem, man merkt, wie viel Wert Wizards auf die Arts legt. Ja. Also ich meine, sie hätten ja auch einfach nur die Dinge raus und drucken. Also wir kennen genug Trading Card Games, wie viel Wert die auf Art legen. Aber da sieht man, was für einen Aufwand die betreiben, was für Ressourcen sie da investieren, um solche Art. Das ist schon cool. Und das macht das Spiel auch so besonders, glaube ich. Ja, also das macht da die Jobs definitiv dort so begehrt. Und das macht da für mich besonders, dass ich eben nach so langer Zeit immer noch für sie arbeiten kann. Was kriegst du denn dann an die Hand, sag ich mal, wenn man jetzt, also es geht nach Ravnica, irgendeine bekannte Plane, was kriegst du jetzt ihr an die Hand? Gibt es irgendwelche Mappen, also Mood Maps oder so, wenn man das nennt? Mood Maps, ich würde sie eher Mood Buch bezeichnen. Die Dinger sind 250, 300 Seiten teilweise stark. Sie beinhalten neben visuellem Material für die Artists, für die Schreiber, also für die Schreiber, Schriftsteller, für die Texter, was Menschen, die Texte schreiben. Autoren. Die anderen halt. Autoren. Genau, die Autoren, genau. Die das Gegenteil machen von dem, was ich mache. Und das kriegt sie also den halt nehmen auch dann Clues und so weiter, wie die Welt funktioniert und wie sie, also für die Autoren, wie sie eben drüber schreiben müssen und so. Okay. Und
Also im OR ist extrem detailliert, also von jedem Clan, die Rüstungen, die Ausrüstungsgegenstände, die Symbolik, die Formensprache sogar, also so wie verschiedene Sachen, die man dann, und wenn man eben dann Assignment quasi kriegt, wird eben dann angeben, wo man dieses Referenzmaterial in diesem World Guide, also dieser World Guide eben, wo man die findet, und von Seite 1 bis Seite 10, sagen wir, kann man sich dann die Referenzen selber aussuchen, teilweise ist es ein bisschen strikter, aber meistens ist es extrem offen und sie sagen, schau dir einfach das an, das ist so, so hast du ein Gefühl kriegen dafür, und dass das Ganze eben wirklich auch, also so funktioniert es eben, dass alle Artists dann auch Formensprache und ein Ziel haben, obwohl eben jeder einen eigenen Stil hat, kommt eben trotzdem irgendwie was Kohärentes am Schluss raus, was sicher nicht einfach ist für Art-Direktoren. Und, ja, das ist ja, das finde ich so toll, du kannst bei den meisten Karten oder bei Full-Karten siehst du auf einen Blick, in welcher Welt das spielt. Gerade so am Hintergrund zum Beispiel dieses, also Ravnica orientiert sich ja sehr stark an Prag zum Beispiel. Wunderschön. Oder Innistrad ist so mittelalterliches Deutschland oder Mitteleuropa, so als. Also als Innistrad Ding. Hat also man hat Arkham Horror erinnert, so. Ja. Cthulhu und so. Also, ja, und das finde ich halt toll, weil du wirklich auf einen Blick oft erkennst, okay, die Karte muss eigentlich da oder da spielen, wenn man sich natürlich ein bisschen mit beschäftigt. Ja. Mhm. Aber, also so die Details, die machen das schon aus. Jetzt eine Frage noch kurz, du hast das jetzt mit diesem Buch erklärt, dass es das gibt. Wird euch das dann jedes Mal zugeschickt oder wie funktioniert das? Also ein Briefing? Also wie muss man sich früher das ist ernsthaft geschickt worden. Okay, und jetzt kriegst du ein PDF oder was mit 400 Gigabyte? Mittlerweile ist ein PDF, genau. 400 Gigabyte hat es nicht, aber es sind schon einiges. Also diese Dinge waren wirklich so dick und da habe ich, glaube ich, irgendwo nur 10 oder so davon rumliegen. Also die stapeln sich dann relativ schnell. Das kommt für jedes Set aufs Neue oder ist dann zum Beispiel Ravnica halt dann so ein bisschen weiter fortführend? Es werden schon die klassischen Elemente, also Ravnica wird nicht komplett neu erfunden dann. Ja, aber du nimmst dir quasi schon Elemente, die dann auch drin bleiben in diesem World Guide, aber du ergänzt das eben um neue Clans oder neue, was auch immer zum Beispiel, wenn jetzt, also ja. Also ist Kaltheim, wird dann komplett neuer Ausflug, oder? Wenn man das jetzt so betrachtet. Weil Kaltheim gab es ja so in dem Umfang noch gar nicht. Also sowas wie Kaltheim wird neu in dem Moment, weil es halt einfach einen komplett neuen Korridor aufstößt. Ja. Ah, krass. Krass. Und die wirklich für. Also ich glaube, du wolltest ja gerade fragen, was ich gerade erklären wollte. Also wirklich für 6 Wochen treffen sie eben dann die Artists dort und arbeiten eben intensiv 6 Wochen gemeinsam mit den Artdirektoren vor Ort in Seattle an der Umsetzung, eben an der Vision für diese neue Welt. Von die Monster angefangen, von alle Kreaturen. Über, wie gesagt, Rüstungen, Waffen, Clans, Clansymbole, wird ihm jedes Mal komplett neue Welt erschaffen in anderthalb Monaten quasi. Da warst du, hast du gesagt, warst du vor Ort, wann war denn das? Beziehungsweise gibt es das Set schon, das du da mit entworfen hast? Oh, ja, das war Battleborns, war das Set. Ah. Das war einer von den, es gibt größere Sets und es gibt kleinere Sets und größere Pushs eben damit auch kleinere Pushs. Für Battleborns war es 2016 in Seattle und waren wir immer knappes Monat waren wir dort. Krass. Das stelle ich mir schon auch als eine Mega-Erfahrung vor. Also, das war toll. Ja, also auch vor allem für einen Artist, das ist sehr inspirierend vermutlich auch. Erstens das. Das Problem ist ja, oder das Problem, die Realität ist ja, du arbeitest, wenn du selbstständig bist, wie komplett allein aus deinem Büro, aus deinem Atelier. Ja. Und meine Mitartists und meine Artdirektoren kenne ich eigentlich nur aus dem Internet. Und wenn du dann mal die Gelegenheit hast, dass da welche triffst, und vor allem, es waren so viele Gurde zu der Zeit dort, also du triffst ja. Wizards hatte dort ein riesen Gebäude, muss man sagen. Ich glaube, es ist 3- oder 4-stöckig. Stellt einfach riesig das Wizards-Logo drauf, also wenn du so hinkommst schon.
Und das Ding ist, vom ersten Stock bis zum obersten ist voll mit Dungeons and Dragons, Magic the Gathering. Also da ist alles mit eingepackt und du triffst einfach dann so viele verschiedene Artists und Artdirektoren von allen verschiedenen IPs und verbringst eigentlich ja die ganze Freizeit dann dort natürlich auch. Also wir sind ständig essen gegangen und haben diese, am Abend trifft man sie dann und dort zu dem nur analogen Miner und Ölminer und so weiter. Also das war schon so eine Zeit, wo ich dann auch dachte, es war eigentlich schon ganz cool, irgendwo in einem Studio fix angestellt sein und wirklich Kollegen haben, mit denen man sich austauschen kann und von denen man lernen kann. Also wenn jetzt wirklich irgendwelche angehenden Artists zuhören und sie haben die Möglichkeit, dass sie in einem Studio arbeiten, und meistens ist das ja nur temporär, weil sehr so schnell erlebe ich ja die Gaming-Industrie und so weiter. Aber wenn man da 2-3 Jahre Erfahrung sammeln kann und vor allem auch mit Senior Artists, mit die diverse Erfahrungen haben, also man lernt so viel, so schnell, in so kurzer Zeit. Das ist definitiv, was ich anders machen würde, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde. Ich würde mir das definitiv geben. Aber jetzt bin ich total abgeschweift. Nein, das ist doch super. Genau das wollen wir hören. Wir wollten ja hier, also Punkt, den man ansprechen wollte, ist auch die Artist Community. Also zum einen seid ihr, sage ich mal, untereinander wie vernetzt. Du hast es gerade gesagt, du kennst die hauptsächlich übers Internet. Aber gibt es da irgendwie, keine Ahnung, sage ich mal, eine Community von den deutschsprachigen Magic Artists, wo sich irgendwie auf irgendwie Foren austauscht, speziell oder anders? Oder kennt man sie einfach so untereinander als Künstler? Oder? Es ist alles so international mittlerweile. Also die meisten kennen sie einfach so, viel kennen sie von GPs. Also es gibt da Gruppen, die sind wirklich viel und oft auf die Grand Prix unterwegs oder mittlerweile Magic Fest oder mittlerweile eigentlich schon wieder nicht mehr Magic Fest, keine Ahnung, was auch immer als nächstes kommen wird. Aber also dadurch habe ich immer, deswegen waren die GPs für mich selber reizvoll, weil es nicht nur Interaktion mit den Fans hast, was extrem nett ist, sondern weil du eben auch deine Kollegen triffst, die es sonst nie siehst, weil sie eben von der anderen Seite der Welt sind. Also. Gibt es dann irgendwie so Austausch wie Discord oder so, wo man sich dann irgendwie trifft? Oder gibt es kleinere WhatsApp-Gruppen, wo man sich mal schreibt oder so? Gibt es sowas? Also wenn es welche gibt, bin ich nicht eingeladen. Okay. Dann hoffen wir einfach, dass es keine gibt, dass du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Aber nutzt du, also du, aber du kennst ja, hast ja auch vielleicht, wie du schon gesagt hast, auch direkt Kontakt. Nutzt du auch manchmal die Kollegen, um Feedback zu kriegen zu deinen Artists, zu deinen Arts? Also dass wenn du gerade irgendwie an etwas arbeitest und irgendwie nicht weiterkommst, dann schickst du es mal zu Seb McKinnon rüber und fragst mal, was hey, er so dazu sagt. Hey Seb, gib's mir rüber. Theoretisch könnte man das machen. Also wir haben grundsätzlich die Erlaubnis, dass man jeden aktiven anderen Magic Artist, dass wir eben Feedback einholen, dass wir drüber reden, auch über die Sets eben und so weiter. Das ist halt auch oft eine Sache, der Vorlauf ist so lang. Also man muss ja oft ein Jahr warten, bis das ein Bild von dir rausgekommen wird, bevor man überhaupt drüber reden darf und was man gerade arbeitet. Also ich bin gerade erst 3 Karten fertig gemacht für was, wo ich erst in einem Jahr, vielleicht im nächsten Interview, euch das dann. Also, wie es mich juckt, dich nach diesen Karten zu fragen, aber ich weiß, dass du es nicht sagen kannst. Ja, aber wir wollen die da gar nicht irgendwie teasern, weil Wizards ist ja ein bisschen bekannt dafür, dass sie da knallhart sind bei sowas, wenn irgendwas geleakt wird. Ja. Und ich glaube, da muss jetzt deine gleich abwürgen, auch wenn es. Ja, mir druckt es genauso, gesagt, aber da. Ich würde ja gerne herzagen. So ist gerne alle Artist so, aber. Das ist, glaube ich, auch fies, oder? Wenn du da einfach so stolz bist auf irgendwas ganz Neues als Werk und du weißt, du musst noch ewig warten, ist doch, glaube ich, auch gemein, oder? Ja, absolut. Aber dann ist es ja wieder gut, wenn du sagst, dir gefällt es immer nicht gleich. Dann hast du jetzt schon wieder Zeit, wo du nicht drüber reden magst. Also zum Release ist dann geil. Aber das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Arts, auf die wir uns freuen können. Da kommt noch was von dir auch in den kommenden Sets. Ah, in den kommenden Sets. Und ich wollte gerade sagen, also in Kaltheim ist noch Greater Goods, würde ich sagen, das ist jetzt mein neuer Lieblingskarten von mir. Oh. Selber. Da bin ich gespannt. Aber ich weiß nicht, ob die Karten gut sind. Das kann sein, dass die Karten. Selber dann schon. Ja,
Das werden wir pushen, einfach so. Ja. Ja. Da müssen dann alle raten erst einmal, welche von dir das dann ist. Ja, das stimmt. Wenn mehrere drin sind. Du hast ein Triggerwort gesagt, da würde ich noch kurz ansetzen, weil ich das jetzt gerade mal das erste Mal wahrgenommen habe. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so vor Augen geführt. Du hast ja tatsächlich auch gerade im Hinblick von GPs von Fans gesprochen. Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt in der Szene zwar jetzt so grob vorstellen, dass es ja Fans gibt, aber wenn ich halt an Fans denke, dann denke ich an Fans im Fußballstadion oder irgendwelche Fans, die auf irgendwelche Musikkonzerte laufen und in der ersten Reihe stehen. Genau, in der ersten Reihe stehen und kreischend irgendwie vor ihren ganzen Pop-Idolen umkippen. Ich meine, ja, man hat bei GPs gesehen, da gibt es natürlich Fans, die dieses Artist-Wesen, was du da verkörperst, sehr schätzen und mögen und wo sie dafür auch eine Unterschrift wollen. Aber ist es dann wirklich auch in der Dimension, dass man sagt, hey, da kommt jetzt nicht nur alle halbe Jahr einer um die Ecke, sondern auch wirklich ein paar Mal, wirklich ein paar Hunderte und man wird auch mal angeschrieben und so? Oder ist das dann doch eher so ein bisschen Nebenrauschen? Es ist irgendwo, also wenn man jetzt nicht gerade auf dem GP ist, ist es in der Mitte, würde ich sagen. Okay. Also es sind jetzt nicht nur vereinzelt, aber es sind jetzt nicht Hunderte, also ich bin jetzt nicht in dem Hunderter Bereich drinnen. Und viel gerne mal, wie gesagt, über das haben wir offiziell noch nicht gesprochen, über den Mark Aronowitz eben, über meinen Kontakt über Facebook, also viel schreiben er eben direkt an, weil sie schon wissen, dass ich eben mit ihm da zusammenarbeitet, was Signaturen und Sketches und so weiter angeht. Mhm. Und ich werde da die ganze Zeit angeschrieben. Ich muss mich jetzt nicht stundenlang um die Fanpost kümmern, sagen wir so, aber man freut sich halt immer wieder, wenn einem wer eben, wie gesagt, so eine obskuren Karten, wo man sie, die was jetzt vielleicht nicht viel gespielt wird und die was jetzt nicht irgendwie viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, und es schreibt dann trotzdem ein Fan, dass das die Karten ist, die seine Lieblingskarten ist und so. Also da schon schönes Gefühl. Artist, würde ich sagen. Cool. Erzähl noch ganz kurz, was du da gerade eigentlich kurz angerissen hast. Also was kann man denn tun, wenn man zum Beispiel eine Unterschrift haben will? Zum Thema Unterschriften. Es gibt auf Facebook den Mark Aronowitz. Der Link wird dann in der Zukunft schon unten drin stehen, unter dem Video. Der hat quasi einen Artist Signature Service, also der vertritt in dem Bereich nicht nur mich, sondern ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele, aber ziemlich viele andere Artists eben auch. Also jeder, der gerne eine Signatur haben möchte, oder vor allem auch, wenn man von verschiedenen Artists Signaturen haben will, ist er der ideale Anlaufpunkt. Da mache ich ein bisschen Schleichwerbung fern. Sieht sehr schleichend. nicht sehr subtil, meinst du? Aber es ist ja völlig in Ordnung. Ja, und über den, mit dem kooperiere ich eben da, und der schickt eben auch zwei, dreimal im Jahr. Schickt er eben dann größere Pakete, also der sammelt die eben alle zusammen für die verschiedenen Artists und schickt die dann in größere Pakete gesammelt direkt an die Artists, und das sind dann auch immer gleich ein paar hundert Unterschriften, die man halt dann geben muss, plus Skizzen, die dann auch immer wieder gewünscht werden. Grim Flayer ist also eine Karten, die recht beliebt sind, was jetzt Unterschriften und Skizzen eben angeht. Und ja, meldet euch beim Marc, der freut sich. Sehr gut. So, jetzt, die Zeit ist schon auch wieder gut fortgeschritten, aber ich würde gerne noch auf ein Thema gehen, weil wir wissen natürlich aus dem Vorgespräch, dass du uns theoretisch schon eine kleine Kostprobe, also für alle, die auf YouTube schauen, geben könntest. Wie, jetzt meine erste Idee, ich weiß jetzt nicht, ob du uns, kannst gerne jetzt auch hier im Podcast sagen, das mache ich nicht, aber könntest du uns so ein kleines Magic-Schweinchen zeichnen auf die Schnelle und das so ein bisschen erklären, wie du so rangehst? Okay, ihr wisst schon, dass du fragst, ob ich nackt und rosa sein könnt, aber... Ein Schweinchen wäre jetzt erstmal okay. Das mache ich nämlich nicht. Da ziehe ich die Grenze. Ja klar, könnte man eigentlich machen. Was brauchst du denn briefing-technisch von mir für Infos, dass ich die ich dann für das Schweinchen... Also, wenn wir es wirklich jetzt professionell Magic-artig machen würden, du messest mal, ich brauche den Namen von der Karten. Ich brauche... Rare Pick. Ja, Rare Pick, stimmt. Okay. Das Rare Pick. Ich verstehe, ja. Red Pick, das war... Rare Pick. Okay. Red Pick. Okay. Den Namen von der Karten, Mood steht da immer drauf, was auch extrem interessant ist eben, also was für Stimmung, dass ich das Bild dann verbreiten soll, ob es eben
ja, heroisch, einschüchternd, gruselig, was auch lässig. Immer. Lässig. Lässig, cool, ja, coole Sau, frech und so ein bisschen, also so ein bisschen so eine kleine Gangstersau, kann man quasi sagen, oder? Das ja, trifft ganz sowas. Gut. Das ist jetzt wahrscheinlich so null sein Stil, aber. Ja, wahrscheinlich. Aber das kann ja trotzdem funktionieren. Es kann ja düster sein. Es kann ja so ein Gangster-Boss-Sau sein, also die so ein bisschen düster ist. Ja, das kann schon sein. Also es darf schon ein bisschen was hinter von sich haben. Mafia-Sau. Ja, das ist auch okay. In Anlehnung an diese letzte Karten, Crack the Thumbless, eine, die schon ein paar Finger ja. vielleicht verloren hat. Genau, wie die. Ja. Die an Mafia-Code verstoßen hat. Ja, also übrigens auch eine Mega-Karte, Crack. Also zwar nicht vom Spielen her, aber vom Artwork her echt auch eine Mega-Karte. Es gibt verschiedene Reaktionen. Also das schaue ich mir eben dann schon öfters an, vor allem mal, wenn eine neue Karte rauskommt, schaue ich auf Reddit. Weil es mich eben interessiert, was die Spieler selber eben über die Spielbarkeit von einer Karte sagen. Und ich meine, manchmal sind auch Komplimente über das Artwork dabei. Da freue ich mich natürlich auch. Ja. Manchmal steht er dabei, wie furchtbar das Artwork ist. Aber es ist interessant zu sehen, ob Karten dann auch wirklich, ob es was taugt eben von der Mechanik her oder nicht. Und bei Crack sind halt die Meinungen gegangen da anscheinend ein bisschen auseinander, was ich mitgekriegt habe. Ja, das ist mehr eine Fun-Karte, aber es ist eine Ultra-Flavor-Karte, genau, ja. Weil es einfach diese zwei verlorenen Daumen hat. Ja, das ist deswegen. Ich finde den sau witzig. Ich finde, also, als ich den gesehen habe, einfach nur vom Flavor her, dass es eigentlich mal einen Typ gibt, zu dem die zwei Daumen gehören. Ist einfach. Und dann Double or Nothing unten drunter. Ja, das Geile ist ja, das Double or Nothing ist ein Zitat aus einer anderen Karte, aus Crocs Other Thumb. Ja. Da steht es sinngemäß drin, es gibt nur einen Goblin, der seinen Daumen verliert und dann sagen würde, doppelt oder nix. Und bei ihm ist einfach nur das Zitat dann doppelt oder nichts drunter. Das finde ich total herrlich. Okay, also es gibt ja drei Karten, die zusammenhängen. Also es gibt ja den Daumenmaß eigenen Karten. Ja, genau. Ja. Und okay, also dann haben wir die Mut. Wir haben so ein grobes Schweinchen beschrieben. Es heißt Rare Pick. Jetzt brauchst du noch die Welt, oder wo es spielt, oder? Ne, wir measure auf Mafia-Schweinchen festgelegt. Normalerweise folgt dann nur eine genauere Beschreibung eben, wie die Szene ausschauen sollte oder was eben dann passieren sollte. Ungefähr, aber. Weltherrschaft. Nee. Oh, Weltherrschaft. Okay, dann. Ich wüsste jetzt zum Beispiel grundsätzlich schon, was ich meiner würde. Das reicht eben schon. Das ist wirklich lustig. Okay. So minimale Informationen und du hast automatisch ein Bild im Kopf. Ja. Also, wenn dich das schon so triggert? Genau, also. Ja, es ist wirklich oft so. Und da kommen dann die besten Karten raus. Okay. Oder für mich halt die interessantesten eigentlich. Also ja, klar. Manchmal ist es so im Flow und manchmal muss man wirklich kämpfen, bis aufs Blut. Aber man hat schon gesehen, bei dir ist da schon so ein Impulstrigger passiert. Das hat man schon gemerkt. Irgendwie ist da gerade irgendwie erst aufgeflackert in deinem Kopf. Ich bin so gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, es ist aber Red Pig, was aufgeflackert. Aber das machen wir dann mal in einem Sidekick. Das machen wir, glaube ich, nicht jetzt im Hauptpodcast. Ja. Einfach nur von der zeitlichen Zuordnung, du machst jetzt da einfach einen Sketch oder wie verstehe ich das jetzt? Also nur, dass ich jetzt das nicht ganz falsch eingeordnet habe. Okay, also ich kann weder qualitativ nur alles gut. Nur sonst irgendwie versprechen, dass es. Aber du kannst, glaube ich, jetzt dazu den Screen sharen, oder? Ja, genau. Also, das ist ja technisch der Wahnsinn. Genau, warte ich kurz, bis du das anschaltest. Also spätestens jetzt sollte jeder, der den Podcast nur über Audio hört, nochmal nachträglich bei YouTube sich reinziehen. Wir sind bei 1:08 für die dann nicht irgendwie suchen wollen. Also das unbedingt tun. Das wird bestimmt episch. Ja. Und wäre natürlich klasse, also weil wir natürlich viele auch Audiozuhörer haben, wenn du dann, während du zeichnest, so ein, zwei Sätze dazu sagst, kurz erklärst, jetzt, die haben unser sehr professionelles Briefing gehört. Best Briefing ever. Ja. Das wird demnächst als neuen als Code mit zu Wotzi nehmen und sagen. Boah, wenn in 2 Jahren eine Magic-Karte rauskommt, wo ein Schwein im Mafia-Modus auftaucht. Und das noch von Matthias, ey, dann. Dann aber. Dann haben wir es geschafft. Dann gehe ich in Rente. Ja, dann lasse ich alles liegen, dann mache ich nichts mehr. Ja, es gibt mittlerweile ein paar Leute, die so verschiedene Karten von mir warten. Ein Freund von mir wartet sehnlichst auf eine Katzenkarte von mir. Und ich kriege einfach keine.
Aber ist es dann zeitlich bedingt oder einfach eher, dass du da gerade kreativ nicht die Muße dafür findest, was ja auch sein kann? Weil wir sind nicht zuteilt, glaube ich. Achso, du meinst, dass es... Achso. Ja, wie wirklich Magic-Karten. Ah, okay. Ich dachte so einfach so eine private Anfrage. Okay, dann habe ich es missverstanden. Na, er versucht mir immer dazu zu zwingen, dass ihr Katzen in Magic-Karten reinmoin. Einfach versteckt. Also kannst du natürlich mit Schweinen auch machen. Klar, einfach so ganz in so einen Thumbless Goblin einfach noch so ein Schwein setzen. Ein Schwein daneben, ja. Solange also hier hält. Vielleicht da ganz kurz. Ja, gern. Da sieht man das an die Brushes, die ich alle zur Verfügung habe. Mhm. Ui. Ein paar. Was natürlich auch zu einem totalen Overkill führt. Also ja. Für die, die wirklich nur zuhören und weiter wirklich nur am Ton bleiben, das waren jetzt, glaube ich, so an die 50, 60 Brushes, also Pinsel. Das langt nicht. Wenn es sich langt, ja, wenn nicht sogar mehr. Also wenn wir die Dino alle aufmacht, die Ordner, ich glaube, wir haben so um die eher 500 wahrscheinlich. Okay, gut. Dann haben wir das korrigiert ums Zehnfache. Jetzt müssen wir auch die Schwäche von Martin schätzen. Ja, absolut. Also am Ende des Tages, nur noch mal kurz, dass die Leute, die jetzt wirklich noch zuhören, wissen, was gerade passiert. Also Matthias geht jetzt her und zeichnet wirklich live, während wir mit ihm reden, eine schnelle Skizze von diesem bereits von Daniel exorbitant gut beschriebenen Schweinchen. Und wir sind da super gespannt. Zeitlich kann ich es jetzt nicht einschätzen, ob der Matthias da jetzt irgendwie eine Viertelstunde zeichnet oder ob das jetzt in 3 Minuten passiert ist. Da glaube ich, muss ich mich jetzt einfach mal von so einem Artist überraschen lassen. Ich habe da keine Vorstellung. Das war's mal selber oft nicht. Also, ich glaube, das nennt man einen kreativen Prozess. Absolut. Aber für so ein Schwein bin ich auch bereit, auf 2 Stunden zu gehen mit dem Podcast. Ja. Unbedingt. Und zur Not kommt für die Zuhörer einfach nur jetzt so eine Bob Ross Musik im Hintergrund. Ja, jetzt passiert schon was. Da kommt schon was. Was mir jetzt gleich mal interessiert hat, machst du das jetzt mit der Maus oder hast du einen Stift? Ich habe einen Stift gesehen. Ich habe diesen Stift gesehen. Ja. Ziemlich coole Dinger. Krass. Haben immer eine relativ detaillierte Abtastrate eben auch schon. Und funktionieren recht gut. Also. Es gibt ja halt da mittlerweile schon Programme, also Photoshop ist immer schon extrem cool mit diesen ganzen Custom Brushes, aber es gibt da Programme, die was wirklich analoge Farben extrem gut simulieren. Also wirklich, da kann man Ölmaler oder Aquarell und du kannst digitales Papier sogar nass machen und kannst da aussuchen, wie viel Farbe auf dem Pinsel drauf ist und so weiter. Und das ist dann passlos und total verrückt einfach. Aber okay. Also ich bin weiter gespannt, da entsteht ein Schwein. Ja, ist es rosa? Genau. Der Anfang ist immer, schaut glaube ich bei alle gleich aus. Ich glaube, bis dahin merkt man noch keinen Unterschied von einem Profikünstler zum Amateur. Also, ja, grob kann man sich vorstellen. So meint mein Kleine auch. Das sind jetzt die bösen ketzerischen Kommentare. Ja, das hat er gerade selber gesagt. Man merkt da keinen Unterschied. Achso. Die Date hört jetzt aufhören. Und ja. Man muss das auch überwinden. Also so diese Anfänge, so, es schaut scheiße aus, das dauert halt schon eine Weile, bis das, ich darf meine Scheiße sagen, bei euch, oder? Ja, um Gottes Willen. Wir nehmen ja gerade nach 22 Uhr auf. Achso, und natürlich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt überspringen werde, ist, normalerweise sucht man sich die Referenz dann auch noch aus dem Internet, je nachdem, oder schießt sie eben selber in bizarrste Posen. Also ich habe da ganze Ordner voll mit weirde Posen und Sachen, die ich mache, oder meine Frau, die ganz weirden Sachen, die immer sie machen. Aber in dem Fall nehme ich einfach ein Schweinchen da, das ihr schon da habt, und werde das als Referenz benutzen. Ich finde das spannend, wie das jetzt entsteht. Es hat was. Aber jetzt langsam nimmt es Formen an. Also die Ohren habe ich schon erkannt. Also die Konturen werden deutlicher. Ey, also ich bin in dem Fall, ja. Ich bin auch sehr gespannt. Der Max, der uns das Schweinchen kreiert hat, unser Grafiker, der wird sich auch jetzt sehr gespannt zuschauen. Der macht jetzt gleich dann seine Lernstunde auf. Ja. Was ich definitiv anders gemacht habe, als was ich normalerweise machen würde, ich arbeite nur auf einer Ebene. Wir sind natürlich da jetzt zeitlich begrenzt und was wie es halt dann ausschaut, wird es halt ausschauen. Aber das soll jetzt wirklich nur mal ein Sketch sein, dass man ein Gefühl kriegt, wie du jetzt einfach wirklich in kürzester Zeit da was hinzauberst, wo man jetzt erstmal von dem ersten Farbklecks sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das Gefühl jetzt in 2 Minuten irgendwie plötzlich eine Form annimmt. Das finde ich höchst spannend, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, das ist jetzt zum Beispiel was gerade, das finde ich total faszinierend, dazu zum Schauen, wie da scheinbar irgendwelche ganz zufälligen Flecke und dann
sich, du machst irgendwas mit deiner Maus und man sieht aber erst gar nichts. Und dann so nach und nach. Und du hast aber schon im Kopf, was ist das, was wird das am Schluss? Das sind prozessual so, wahrscheinlich schon 4 Schritte. Zuschauen kann man es noch gar nicht einordnen. Ja. Das finde ich Wahnsinn, sowas. Ungefähr. Also es ist ja oft das Problem, dass in meinem Kopf schaut schon fertiger als es, was so ein Bildschirm ausschaut. Und die, also was ich eben über Feedback und so weiter geben gesprochen habe, ich frage eben oft, meine Frau natürlich, also sie ist auch selbstständige Künstlerin. Und wir arbeiten eben beide von zu Hause aus, was eben dazu führt, dass sie oft dann Einschätzungen und so weiter abgeben muss für mich, was sie eben zu Ideen und zu Skizzen sagt. Und sie kann oft Sachen nicht zeigen, die ich eben schon sehe im Bild. Also ich sehe dann schon Sachen, die für sie nur unsichtbar sind, mehr oder weniger. Mhm. Was dann immer ein guter Indikator ist, dass man einfach, dass das noch nicht so weit ist, wie man vielleicht gedacht hat. Also man soll es dann noch keinem Artdirektor schicken, wenn die Frau nicht weiß, was passiert in dem Bild. Aber ist im Endeffekt, das ist eine Frage aus Neugier, ist der Weg, das fertige Bild, was man im Kopf hat, das quasi aufs Papier zu bringen, ist der sehr schwer und immer wieder eine Hürde? Oder sagst du, man hat sich irgendwann dahin bewegt, dass man schon genau weiß, wie das Ganze jetzt wirklich auch zu entstehen hat? Oder gibt es da trotzdem nochmal irgendwo Hürden, über die du stolperst? Hürden in dem Sinn, also wie man kann sagen, man steht sie dann selbst oft im Weg. Wenn man sich in einen Teil von einem Bild verliebt hat, der einfach nicht funktioniert. Okay. Und du bist aber dann, ich meine, es ist immer, man muss sich irgendwie selbst auch motivieren die ganze Zeit. Und wenn du natürlich mit so einer Skizze anfängst, das ist ja jetzt nicht komplex, das ist mehr oder weniger Kopf-Brust-Porträt, was wir da jetzt raushauen. Der dann eine Weltkugel in der Hand hat, diabolisch. Ah, ich sehe schon wieder super Dings, wo. Ja. In der Kamera sieht man dieses Foreshortening, wo die Hand so rauskommt und diese, wo dann so irgendwie schaut. Okay. Jedenfalls, wo man sich in einen Teil von einer Skizze verliebt und sagt, okay, damit ich mich motiviert halte, fange ich bei der an und arbeite Details raus und dann kommt man drauf, oh Gott, der funktioniert überhaupt nicht mit den anderen Sachen, die noch nicht so weit sind, aber es schaut schon so hübsch aus und du versuchst, dass du rundherum arbeitest und dass das funktionierend machst, aber es kann einfach nicht funktionieren und nach 3 Tagen kommst du dann drauf, okay, ich muss komplett drüber malen und okay, krass. Muss ein neues Gesicht malen, einen neuen Arm, eine neue Pose, eine neue Perspektive. Und also das gibt es dann schon, keine Ahnung, lass uns nochmal exemplarisch auf den Greater Good zurückkommen, dass du irgendwie einen Teil von Greater Good schon geschaffen hast, der dir in seiner Form schon super gefällt, aber der dann trotzdem nicht mehr ganz zum Rest deines eigentlich im Kopf befindlichen perfekten Bildes matcht. Kann man das so sagen? Bei Greater Good ist eben das genaue Gegenteil passiert. Drum ist eben so schnell gegangen und es war so eine schöne Erfahrung, sage ich mal. Also da war ich wirklich im Flow. Und das heißt nicht spezifisch, was mit Amsterdam. Mit ich wollte gerade sagen, du warst auch in Holland. Ja. Wobei ich immer noch komisch finde, wie Holland und schnell zusammenpasst. Das habe ich noch nicht ganz begriffen, aber. Ich glaube ehrlich gesagt, der Hauptunterschied war, dass ich es nicht zu Hause gemacht habe. Ah ja, gut. Also, sobald man irgendwie raus ist, zu Hause kommst du in deinen eigenen Trott. Also du hast da 1000 verschiedene Ablenkungen, da hinten steht die Gitarre, da steht nur eine. Okay. Da stehen die, also du hast so viele verschiedene Ablenkungen von Facebook über Twitter, über Leute, die anrufen und so weiter und so fort. Und eben dort waren wir auf Urlaub. Meine Frau hat eine Ausstellung gemacht und ich bin einen halben Tag in einer Pension, so ein Bed and Breakfast in einem super coolen Umgebung gesessen, hab die Magic Skizzen gemacht und hab Joints geraucht. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Bei uns heißt Joints was anderes. Ja, absolut. Ja, absolut. Zigarren, also Österreicher sagen so Zigarren-Joints. Genau. jedenfalls, du kommst irgendwie aus deinem Trott raus und siehst halt Sachen anders und ja, es ist wirklich so, es klingt irgendwie klischeehaft ein bisschen, aber... Ja, ich kann's mir schon vorstellen, also so eine Abwechslung hilft schon durchaus, also muss ich schon sagen. Ich sehe da jetzt so eine kleine Kinsterbrille. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, also so nebenbei erwähnt, du brauchst kaum Art Director schicken. Also musst du dann schon für die Karten einmal einen Zwischenstand oder eine Skizze einschicken und dann kontrollieren lassen, oder? Nicht nur für die Karte, sondern der Prozess ist so, dass
du kriegst eben die Beschreibung vom Art-Director geschickt. Du schickst die Skizze zurück und aufgrund von der Skizze schreiben die Texte und die Autoren schreiben dann die Flavor-Texte und so weiter. Also es gibt da Interaktionen, an der ich zwar als Artist direkt nicht teilhabe, aber von der ich zumindest annehme und weiß, dass eben passiert. Und oft nimmt das dann auch Einfluss auf, wie sie entweder Flavor-Texte entwickeln oder, also es ist halt ein kreativer Prozess, der da im Hintergrund abläuft, an dem ich selbst nur teilweise beteiligt bin, aber es trotzdem interessant hat für mich. Also du schickst ihm das und da ist Wizards eben auch sehr viel weniger kontrollwütig als wie andere Firmen. Bei anderen, die wollen wirklich jedes Stadium von einem Bild sehen und kontrollieren und absegnen. Also du machst erst machst du Schwarz-Weiß-Skizze lineare, dann schickst die Graustufen-Version, dann du hast Farben drüber und du musst wirklich jeden Punkt absegnen lassen und jeden Punkt vorher quasi amtlich beglaubigen lassen. Und das führt halt dazu, dass erstens geht irgendwie der kreative Funke verloren, weil du musst jedes Mal warten wieder, bevor du weiterarbeiten kannst, auf das Okay. Und auf der anderen Seite ist es einfach extrem nervig. Das wäre wirklich jeden, ich hab teilweise echt Kunden gehabt, die haben fast jeden Strich gesagt, was anders haben wollen und haben dann auch Overpaintings zurückgeschickt und haben gesagt, na, du musst das da mal einen Millimeter so machen. Und das ist das Ekligste, was du kriegst, oder? Das ist das Ekligste, was du als Künstler kriegst, oder? Wenn Leute über dein eigenes Gut drüber malen und meinen, das kannst du nicht so machen, da glaube ich, würde ich platzen bei sowas. Also grundsätzlich, wenn es mal passiert, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich finde das auch legitim, wenn ein Artdirektor das tut, aber es nervt halt, wenn das bei OM und ständig in einem Bild passiert. Okay, ich habe es jetzt so verstanden, dass Kunden das machen. So habe ich es jetzt erst verstanden. Artdirektor weiß ich. Es gibt Kunden, also ja, natürlich ist auch Artdirektor dann involviert, so, okay. Aber ja. du hast halt, also der Kontakt, der Artdirektor ist eben der Mittelsmann quasi dann zwischen dir und in dem Fall bei diesen Kunden kommen eben dann ziemlich viele Leute haben und analysieren das dann, schauen sie das an und so weiter. Da habe ich jetzt, glaube ich, Kunde in dem Fall ein bisschen missinterpretiert. Für mich war als Kunde also wirklich so ein typischer Endkunde wie eine Firma, die dann sagt, nee, also da, wo ich dann sagen würde, ja, dann malst doch selber, aber klar, du für nein, mich nein, als Kunde auch Art, Sancho, ja, okay. Ja, klar. Das macht dann auch Sinn. Sancho eigentlich professionelle Firmen, aber die wollen das eben anscheinend so und es sind wirklich ganz verschieden, wie das wie das dann gewollt ist, oder? Also ja. Wizards ist eben, wie gesagt, das genaue Gegenteil. Du schickst eine Skizze und wenn die abgesegnet ist, das ist dieses Vertrauen da eben und das ist eben das Wunderbare. Das glaube ich. Sie wissen eben, du kannst das und verlassen sie darauf. Hast du es auch schon mal gehabt, dass du was hingeschickt hast und gedacht hast, das ist super und dann ist zurückgekommen, geht gar nicht? Also so richtig abblitzt mal, oder? Also abblitzt, ja, aber nicht, weil es einer nicht gefallen hat. Also sie haben so gesagt, das geht gar nicht, aber das war im Kontext von einem speziellen Set. Ich habe Domesticated Hydra, sagte ich vielleicht. Ja, das ist die durch Hydra die Stadt alleine geführt. Eben. Ja. Ja, und für das Set habe ich meine Skizze, ich habe eine zweite Hydra auch noch gemacht, für das Spaß-Set. Die Pudel-Hydra. Ein Hydra-Doodle. Ja. Ach, die ist auch von dir, krass. Mein erstes Skizze war eben der Hydra-Doodle für diese Karten, für Domesticated Hydra. War der Hydra-Doodle mit diesem, was der richtig eben pudelmäßig. Ja. Und er hat in einen wunderschönen viktorianischen Brunnen reinpinkelt. Während die Köpfe halt die Tauben gefressen haben und so weiter. Und sie haben halt gesagt, ja, das ist extrem lustig, aber das kann man leider nicht machen. Okay. In Amerika geht das, glaube ich, nicht, ne? Ja, das Pinkeln war generell ein Problem dann, ja. Also das habe ich auch für den Doodle nicht machen dürfen. Aber das ist so, der Hydra-Doodle ist mir vorher aufgefallen, als wir gesagt haben, du machst keine Gummibärchen. Stimmt, ja, klar. Bis auf einen. Ja, die Hydra-Doodle ist ja so richtig hell und grell und pink und lustig. Ja. Den habe ich absichtlich, also ich wollte mal, dass der wie Kaugummi anschaut. Ich habe abseits von Magic hin und wieder, also ich mache das echt extrem gern, diese
diese giftigen Farben, wo einem fast die Augäpfel rausgefressen werden. Das ist einfach die Farbkontraste, das Neongrün und furchtbares Gelb und so weiter. Also. Sie haben jetzt gerade das Domesticated Hydra aufgerufen und das war ja die Karte, die du ursprünglich mit dem Brunnen hattest, oder? Genau, ja. Kann man sich wirklich bildlich vorstellen, wie die mal ausgesehen haben dürfte. Ja, die haben eben dann gesagt, ja, die Idee gefällt einem eben so gut, die bringen es zurück für das, wie heißt es denn? Unstable, ja, genau. Achso, so rum, okay. Ja, sind auch eingeblendet, die Karten, also kann sich jeder anschauen, die werden wir auch noch mit aufnehmen. Sind aber weiterhin natürlich völlig gespannt, was da aus diesem Sketch noch wird. Ja, parallel läuft die Zeichnung von dem Schweinchen und es ist so interessant, wie wirklich immer konkreter das Ganze wird. Ich finde das so crazy, wie aus diesen einfachen Klötzchen vorhin einfach immer mehr Kontur wird. Das ist echt total kurios. Und jetzt hast du, ist es okay, dass wir dich permanent immer zwischendrin fragen? Kannst du das so nebenbei? Weil, was ich mich auch frage, jetzt hast du zeichnest, malst unglaublich viel so den ganzen Tag und jetzt auch zum Beispiel hier unser kleines Schweinchen. Bist du irgendwann mal dem leid? Sagst du irgendwann mal, ist es heute echt, ganz ehrlich, jetzt kommen die mit so einem Schweinchen, so ganz mal im Ernst? Oder ist es so, ist es wirklich so, dass du jeden Tag sagst, yeah? Also das ist das erste Mal, dass ich halt moin angegriffen gehabt. Ja, teilweise, manchmal fühlt man sich ein bisschen ausbrannt oder was, aber richtig lang hält es eigentlich nicht an. Also erstens freut man sich dann auch wieder auf neue Sets und so weiter. Es ist ja immer so quasi diese rosa Brille-Phase am Anfang, wenn ein neues Set dann angekündigt wird und wir hören, um was geht zum ersten Mal und so weiter und zeigen dann die wir sagen dann eben den World Guide und können uns anschauen, was für coole Monster und was für coole Herden und Story und so weiter, was eben passiert. Dann ist man halt nur extrem in dieser Honeymoon-Phase. Mhm. Und am Schluss ist man halt dann schon, ich hoffe, ich muss jetzt dieses Bild ja nicht mehr sagen, was dann ja passiert. Und dann freut man sich auch wieder extrem, wenn es eben nach einem Jahr dann wieder auftaucht. Ist eigentlich eine ganz coole Mischung dann, ne? Also einerseits dann wieder zur Seite legen und dann wieder freuen, wenn es quasi hochpoppt, ist halt auch dann irgendwie ganz gebrannt praktisch. Aber ist nicht ein Stück weit auch, ehrlich gefragt jetzt an der Stelle, ist dann nicht auch ein Stück weit die Angst da, dass man irgendwann wirklich für einen längeren Zeitraum so die Lust verlieren könnte, dass dann vielleicht dann auch sowas wie WotC wegbrechen könnte? Gibt es denn die Angst auch irgendwo in dir? Oder sagst du, dafür bin ich eigentlich immer zu gern am Zeichnen, dass ich die Gefahr gar nicht sehen kann? Naja, es ist grundsätzlich, glaube ich, für jeden Selbstständigen, also egal, ob er jetzt ein Künstler ist oder sonst irgendwie, wenn man einen Kunden hat, der recht wichtig ist für einen, tut man natürlich das Szenario durchspielen, was würde jetzt passieren, theoretisch, wenn der auf einmal wegfällt. Mhm. Ich glaube, es geht einige so in der Branche, also die was dann nach Wizards of the Coast bis in der Luft hängen würden, falls die wirklich jemals beschließen, dass jetzt irgendwie, okay, uns ist das, und, wie ich vorher angesprochen habe, sie investieren wirklich, also sie nehmen wirklich viel Budget und Geld in die Hand. Und investieren das eben in diesen Artist-Sektor. Und das reicht da eben bis zu die Artist-Proofs, die was für uns drucken lassen, wo keiner sagt, sie messen es da in irgendeiner Art und Weise. Das ist wirklich so ein extra Service einfach als Wertschätzung für die Zusammenarbeit mit den Artists. Und ich hoffe halt, dass es genug Fans gibt, die was das so wertschätzen, dass Wizards of the Coast nie auf die Idee kommt, dass jetzt irgendwelche Buchhalter, die vielleicht irgendwo sitzen und dann auf einmal sagen, hey, vielleicht könnte man was wegrationalisieren. Aber ich glaube, sie wissen auch, dass das ist ein riesiger Unterscheidungsmerkmal zu anderen Games eben. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass unter anderem gerade Magic mit diesen Artworks und diesen ganzen Flavortexten steht und fällt, also so weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, weil das ist ja genau das, was ja dann doch auch immer den Leuten Spaß macht. Man sieht ja, wie dann irgendwie Foils irgendwie dann wieder gehypt werden, wenn irgendwelche Foils kommen oder Reprints mit anderen Artworks dann wieder irgendwie an Beliebtheit gewinnen, weil vielen vielleicht das alte Artwork nicht gefallen haben. Also würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Und was mir halt auch gut gefällt, ich habe auch bei dir jetzt bis dato nicht das Gefühl gehabt, weil du ja vorhin auch so viel davon erzählt hast und auch
wirklich für meinen Geschmack authentisch davon geschwärmt hast, dass auch du jetzt irgendwie nicht so einen richtigen Druck empfindest, sondern dass du dich da einfach in so einer großen Gruppe einfach wohlfühlst und dich als Teil fühlst und auch sehr viel Wertschätzung erfährst, was eben, glaube ich, ja auch sehr wichtig ist, um dann eben auch so einem Künstler so ein gewisses Druckgefühl zu nehmen. Also ich glaube, es gibt auch vielerlei andere Situationen, wo man eben als Künstler in so einem gefühlten Wettbewerb Angst hat, dass man da vielleicht jetzt irgendwie die Aufträge verliert oder dann ausgebotet wird und so. Und das Gefühl habe ich bei dir bis jetzt irgendwie gar nicht, sondern es fühlt sich so an, als ob du dich da halt einfach frei bewegen kannst, ohne eben dieses Gefühl zu verspüren. So war es bis jetzt für mich jetzt. Ich habe am Anfang extrem dieses Problem gehabt. Es ist eben, da kommen eben verschiedene Sachen zusammen. Also vor allem, wenn einem was leicht fällt, passiert es oft, dass man sich irgendwie denkt, wie soll man das beschreiben? Also, dass man einfach Angst hat, es kann eigentlich nicht wirklich gut sein, weil es einem so leicht fällt. Und oft ist es halt dann so, dass, also ich hab dann schon gerade am Anfang, die ersten zwei Jahre, habe ich mir da wirklich Gedanken drüber gemacht eben. Und da war diese Angst definitiv da. Aber wie gesagt, es ist halt auch Angst, die bei den meisten Selbstständigen wahrscheinlich sich finden lässt, wo man Angst hat, dass jetzt ein besserer Konkurrent daherkommt, der bessere Qualität anbietet, bessere Preise oder was auch immer. Und es ist ja mittlerweile echt so, dadurch, dass das Business so international ist, es kommen so gute Artists aus Asien, aus China, aus Korea, aus Vietnam. Es gibt Leute, die sind so gut, die sind auf einem Level, das ich wahrscheinlich nur erreichen kann. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch erreichen kann. Also ich kann mich definitiv verbessern, das weiß ich, aber da müsste man wirklich jeden Tag die 10 Stunden trainieren, eine investieren. Die sind einfach technisch auf dem Level, was die mit Farben und so weiter machen können, ist holy shit. Und okay. Aber gerade da, ups, sorry. Da fällt einem gleich die Kamera auch vor Schreck um. Bin nicht umgefallen, also. Aber interessanterweise, trotz dieser wahnsinnigen, extrem guten Konkurrenz, ist diese Angst jetzt eigentlich nimmer vorhanden. Also ich muss schon sagen, ich finde, du hast ja jetzt echt sehr, sehr viele Magic-Karten, du bist schon sehr, sehr lange auch dort unterwegs und kriegst auch gefühlt auch immer wichtigere Karten auch zugewiesen, also die auch im Set wichtig sind. So, deswegen, wenn du so vor anderen Künstlern schwärmst, finde ich das sehr bemerkenswert. Das zeigt, dass du echt für dich selber auch sehr auf dem Boden geblieben bist, aber ich glaube, du kannst dich ja schon, wenn du bei Magic so ein wichtiger Künstler bist, schon auch zu der Elite, ist jetzt das falsche Wort, aber du gehörst schon zu den Top-Artists im Fantasy-Bereich. Das so die Stammspieler, okay, mittlerweile. Stammspieler, ja. Sozusagen. Ja, Stammspieler sind ja immer besser als Auswärtsspieler. Ich meine, du hast ja gesagt, du bewunderst es so bei den asiatischen Künstlern von der Technik her oder von der Fähigkeit her, wo du sagst, die sind so gut, aber es ist ja jetzt nicht, sage ich mal, ein 100-Meter-Sprint, wo du die 100 Meter in 9,9 oder 9,8 läufst und wer schneller ist, ist besser. Sondern es ist ja, du, wie wir gesagt haben, du hast ja deinen eigenen Stil, der ja auch schon irgendwie geprägt ist, den man auch schon ein bisschen kennt. Also ich sage mal, man erkennt ja ein Kolros-Artwork, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und von dem her glaube ich, ist die Gefahr nicht so groß, dass einer kommt, der schlicht besser ist, weil es gibt ja kein Besser in dem Sinn in der Kunst. Das ist ja nichts Messbares. Ja, ich meine, ich kann da nicht hundertprozentig zustimmen, weil es gibt definitiv Sachen, wo ich objektiv sage, okay, das ist definitiv nicht so gut wie das. Aber ich stimme da hundertprozentig zu, wenn du über Stil eben redest. Und wie wichtig der ist, dass deine eigene Formensprache einfach findest. Dass du einfach, wie du sagst, habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob das seit Anfang an passiert, aber der Marc Aronowitz eben, er sieht eben viel von meinen Sachen. Und mittlerweile sieht er eben, bevor er meinen Namen unten liest auf der Karte, das ist übrigens auch von Wizards ein ziemlich feiner Zug, dass den Namen für die Artists auf jede Karte aufschreiben. Er erkennt eben auch meine Karten, bevor er unten meinen Namen liest mittlerweile. Und das ist halt für mich dann auch, wo ich mir denke... Das ist ein Stempel. Ja, definitiv. Also da freut man sich extrem danach. Das ist echt cool, auf jeden Fall. Das Schwein? Hat dieses Schwein, hat das einen Mund oder sowas? Kann das Nahrung aufnehmen? Das kann ein bisschen grinsen. Ein bisschen grinsen, so schelmisch grinsen kannst. Das ist das Wichtigste, dass einfach ein bisschen
was Verschmitztes noch so ja, mit drin hat. So wie man okay. halt so sind als Schweindel. Ja, genau. Also ich finde, ja, das kommt schon ganz gut hin. So. Das ist so die Richtung von Grinsen, was ich meine. Ja, ich schätze zu bescheuert aus, ehrlich gesagt. Ja, das hat schon was. Also ich finde schon ganz gut so. Also das grobe Skizze werde ich definitiv schon. Ja. Okay, krass. Akzeptabel. Also grob für mich in dem Sinn, dass ich würde das jetzt zum Beispiel, das könnte man dann schon sogar so lassen, je nachdem, was dann noch passieren soll auf den Karten, dass man eben die Hand mit der Weltkugel, haben wir gesagt, sie würde, das Schwein würde die Weltherrschaft, natürlich. Ja. Also ich muss sagen, ich muss echt sagen, ich fühle mich allein schon geehrt, dass ja, so ein Künstler wie du so eine Art für uns gerade hier zeichnet, das finde ich schon echt mega. Also ja. Da fühle ich mich echt geschmeichelt, kann man echt sagen. Ja, also machst du uns, du weißt gar nicht, was für eine Freude du mit uns, mit diesem Schweinchen uns gerade machst. Das definitiv, also schließe ich mich an. Also dafür auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön, dass du dir da jetzt diese Mühe machst. Ich meine, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das auch viele insgesamt sich das anschauen und super spannend finden, weil das ist ja genau das, was du ja eigentlich im Täglichen tust, dass sie sich mal so ein grobes Bild überhaupt mal machen, wie denn jetzt so eine Karte entstehen könnte. Ich meine, klar, natürlich geht das Schwein jetzt in diesen 5 bis 10 Minuten nicht in eine Domestic Hydra-Richtung, aber trotz allem ist den Menschen jetzt mal, die vielleicht auch mal irgendwann mal so wie ich, mal partiell für ein paar wenige Sachen Photoshop offen hatten, schon total abgespaced, was du da mit deinen 35 Klicks in 20 Sekunden machst, aber das gibt ja dem ganzen Form und das ist schon echt spektakulär. Also von daher finde ich schon echt cool. Freut mich natürlich extrem. Also ich war jetzt auch motiviert, dass ich die Schweinchen nur ein bisschen fertiger mache, aber das war schon absehbar. Also um Gottes Willen, also da jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, unter Druck setzen. Du kannst jetzt währenddessen wir jetzt im Endeffekt noch ein bisschen weiterquatschen, auf jeden Fall noch ein bisschen zeichnen, wenn du magst. Am Ende des Tages haben wir im Normalfall unsere Podcasts so bei, ich glaube, unser Maximum lag mal so bei 1,30. Das haben wir schon gerissen, aber ich finde es immer noch super spannend. Also um Gottes Willen, das ist jetzt völlig fein. Deswegen macht es auch echt Spaß, dazu zu schauen. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich langsam das Ende einläuten, während er so ein bisschen einzeichnet. Ja, das also, auf jeden Fall. Ja. Also wir können natürlich schon so in Richtung Ende tendieren. Ich meine, das Schwein hat ja längst Form, um Gottes Willen. Ja. Also das ist ein Schwein. Und da kommt die Hand, der man sofort... Das sieht so gut aus. Wo man sofort erkennt, dass da eine Weltkugel reingehört. Also die kann man ja jetzt schon erahnen. Also ich meine, da könntest du zwar theoretisch einen Quiz draus machen und jeder würde sofort sagen, naja, da wird eine Weltkugel drin liegen. Oh, das ist so gut. aber... Wenn du weiterzeichnest, vielleicht kannst du ja schon mal kurz, also wir haben erstmal vorweg, hätten noch unglaublich viele Fragen. Und glaube auch, da kommen auch noch, kommen vielleicht noch die eine oder anderen. Und ich würde jetzt auch einfach mal so frech sein und die Zuhörer und Zuschauer darum bitten, uns in den Kommentaren Fragen für den Matthias schreiben. Vielleicht, da sind sicher noch ein paar offen oder ein paar Anmerkungen. Gibt ihm ein bisschen Liebe in Form, welche Artworks ihr cool findet von ihm. Und packt es in die Kommentare, denn es gibt auch was zu gewinnen in diesen Kommentaren. Und der Matthias wird uns gleich verraten, was es denn so da geben wird. Ja, also Matthias, du darfst mal ganz kurz anreißen, womit selbst du uns kurz vor dem Podcast freudig überrascht hast. Also wir sind auch dafür allein schon wieder enorm dankbar. Das hatten wir überhaupt nicht in irgendeiner Form auf dem Schirm. Und auch ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht selbst den Podcast leiten und durchführen würde, würde ich selber bei den Kommentaren mitmachen. Unbedingt, ich mache Fake-Profile, um da zu kommentieren. Und zwar genug. Du darfst gerne mal kurz erzählen, was du uns Nettes quasi zugesichert hast, was wir jetzt den Zuhörern hier verlosen dürfen. Ich werde es ganz kurz einfach in die Kamera halten, ganz frech. Ja, gerne. Dann mach vielleicht, auch wenn wir jetzt das Schwein quasi fast schon fertig gesehen haben, vielleicht sicherheitshalber dann die Kamera nochmal auf groß. Also dann kannst du theoretisch diesen Livestream von dieser Zeichnung mehr oder weniger beenden, dass man das in der Kamera gut erkennen kann, weil das wäre natürlich sehr wichtig. Aber aktuell. Wir teilen gerne das Endresultat des Schweinchens. Ja, auf jeden Fall. Teilen wir auf den Social-Media-Profilen. Das wäre wahrscheinlich sogar als Einleitung für den Podcast. Wenn wir es dürfen, wird man das sogar für Instagram und Facebook vielleicht nehmen, um damit die Podcast-Folge anzuteasern, wenn du uns dafür das grüne Licht gibst. Also auch die Version schon, völlig fein. Das Logo, das müssen wir auch noch besorgen, weil das hätte ich eigentlich auch nehmen können, das hat nämlich Haare. Aber das ist auch... Das ist jetzt nicht so, der Hut ist völlig in Ordnung. Das sieht aber cool aus. Ja. Genau, einmal ansonsten dann da die übertragen, genau, beenden.
Speichern müssen. Ja, das macht das wäre natürlich ganz wichtig. Es wäre schade, wenn das Schweinchen jetzt schon wieder das Zeitliche segnet. Aber ich werde ganz kurz, vorher schon den Screen-Share beenden. Ja, gerne. Das genau. Dann mache ich da auch mal. Ich bin nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob hier nicht Sachen sagen wird, wenn ihr auf Speichern klickt. Ja, bitte, deswegen. Also das soll natürlich alles unter Verschluss bleiben. Das auf jeden Fall. So, auf jeden Fall ist jetzt die Kamera wieder aktiv und dann bin ich mal super gespannt, was da in den Kommentaren abgeht, weil das, glaube ich, wird für Freude sorgen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Pick war es, ja genau. So. Man hört schon was. Oh. Wir brauchen mehr so Einspieler irgendwie. Ja, ich habe heute schon ein paar neue aufgezeichnet. Also so ein Trommelwirbel hatte ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Ich hab so ein Jubeln habe ich drauf. Das können wir dann auch nochmal gleich machen. Das hau ich gleich. Aber das kommt erst, wenn die Karte kommt. Aber jetzt habe ich schon angeteasert. Scheiße. Ich habe Karte gesagt. Nein. Also jetzt, los geht's. Ich werd das die Karte einfach piepen. Ja gut, aber Sophie hat jetzt auch nicht da irgendwie über den Tisch gezerrt, dass da jetzt irgendwie eine Karte gesagt. Ja, genau. So, jetzt darfst du es gerne nochmal präsentieren. Okay. Also ich habe Custom Tokens gemacht für Magic. Das heißt, das sind keine offiziellen Tokens, das sind die Custom Tokens, die ich dafür gemacht habe. Das ist, glaube ich, der interessanteste, der ist für die Marit Lage. Oh. Das sind nur Voll-Token, also das sind nicht immer. Das ist schon schön. Und da wären wir, ich glaube, wie viel muss ich jetzt? Vier, fünf? Fünf Sets, A4, also A jeweils eine einzelne davon. Also fünf mal vier. Okay, so gierig sind hier. Genau, also das ist das, was uns Matthias am Anfang der Sendung oder halt bevor wir angefangen haben, zugesichert hat und dafür und signiert. Riesengroßes, stimmt, und signiert, um Gottes Willen. Ja. Wie können wir denn die Info vergessen? Stimmt. Also das ist eine einmalige Chance, so ein volles Set von den Custom Tokens von Matthias signiert zu erhalten unter den Kommentaren. Also haut raus, was das Zeug hält. Auf jeden Fall. Und dann bitte natürlich auch irgendwas an Matthias schreiben. Der freut sich ja auch drüber, Feedback zu bekommen, Kommentare etc. Mindestens auch noch erwähnen, der Dragon Token hat keine eintragenden Werte. Das heißt, vielleicht sollte jeder zuschauen, was für einen Wert er beim Dragon Token haben will oder so. Oder sollte sie bei euch dann melden und ihr gebt es weiter. Das kann man auch machen. Das ist echt cool. Also ich finde es Hammer. Wie gesagt, ich mache mir jetzt gleich mal 14 Fake-Accounts, wenn das reicht, um selber teilzunehmen. Das muss sein, weil das ist echt Hammer. Also dafür ein riesengroßes Dankeschön, Matthias. Da freuen wir uns wirklich saumäßig, das ist echt geil, also ich finde es Hammer, bin auch gespannt, das wird mit Sicherheit dann doch nochmal zu einer kleinen Kommentarflut führen und du kannst natürlich dann gerne auch nochmal durch die Kommentare durchblättern, weil da wird es einiges geben, was sich hoffentlich auch an dich richtet, also liebe Zuhörer und Zuschauer, haut in die Tasten, schreibt was Cooles drunter, auch natürlich an den Matthias gerichtet, da freuen wir uns, also wirklich Hammer und dafür großes, großes Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich ja definitiv, ja. Und auch wenn ich mich zurückgehalten habe, so ein bisschen. Eine Stunde 42 stehen auf der Aufnahme. Es fühlt sich an wie 20 Minuten. Es ist Wahnsinn, wie man da total abdriften kann, weil das so spannend ist. Ja, es ist schade, aber alles Gute muss auch ein Ende haben. Ja, das ist das Problem dran, weil sonst schlafen uns die Leute beim Autofahren ein, wenn die ganze Zeit Podcast hören und sich dann wundern, warum sie schon zum 24. Mal ums Firmengebäude gefahren sind. Also, genau, lass uns da tatsächlich zum Ende kommen, also in der Richtung. Aber Matthias hat uns das mehr oder weniger von sich aus ja schon so halb versprochen. In einem Jahr, wenn ein neues Set kommt, wo da drei Karten sind oder sowas. Wir werden das in Zweifel wiederholen, wenn du wieder Bock hast darauf. Können wir auf jeden Fall nochmal nachhaken. War ein mega angenehmes Gespräch mit dir und wir könnten, wie gesagt, noch ewig weiterreden. Aber wenn wir irgendwann mal in Linz vorbeikommen und Corona vorbei ist, dann setzen wir uns mal auf ein Bierchen zusammen. Oder GP. Das wäre natürlich auch. Also GP-mäßig natürlich, wenn das irgendwann mal wieder. Ja, gut, das ist halt echt noch in Weiterfahren, aber. Die Distanz ist gar nicht so groß, das ist das Kuriose. Also eigentlich liegen wir so irgendwie was 1,5-2 Stunden, wenn überhaupt, auseinander. Das möchte man gar nicht glauben. Und jetzt haben wir wieder Bitte, was meinst du? Wo seid ihr? Passau? Zwischen München und Ingolstadt, Pfaffenhofen. Also eigentlich echt nicht weit. Genau. Und ich fahre in der Regel auch immer wieder Richtung St. Pölten, weil da eben quasi der Patenonkel von meiner Tochter lebt und den ich auch schon seit Jahren übrigens durch World of Warcraft kenne. Seit über 15 Jahren. Also da fahre ich eigentlich auch immer wieder mal vorbei. Von daher,
wie gesagt, der Weg ist nicht so weit und wir freuen uns, dass wir dich jetzt kennenlernen durften. Eine völlig neue Welt erschlossen, die aber auch wieder mit Magic zu tun hat. Ja. Also allein das wieder, denke ich, war wieder enorm spannend. Bin auch sehr gespannt, was die ganzen Zuhörer und die ganzen Zuschauer dazu schreiben. War gigantisch, also mir hat es enorm Spaß gemacht. Genau. Dann sehr gefreut. Wir geben natürlich unserem Gast Zeit und Raum, noch ein paar wenige abschließende Worte zu sagen. Das gehört dazu, bevor wir hier diese Podcast-Folge zumachen. Genau. Ich lasse ein bisschen Musik dazu laufen im Hintergrund, aber du darfst natürlich noch mal was sagen. Dein Abschlussplädoyer. Aber du fandst ja die Gitarrenfach auch so cool. Ja, ich wollte gerade fragen, wolltest du ein Gitarren-Solo, ja? Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Genau, du darfst dir noch mal eins ausdenken. Genau. Also, wie gesagt, Matthias, hau noch mal was raus, wenn du noch irgendwas hast, egal was. Eigenwerbung darf dabei sein. Bitte. Ach, wir werden ja die Links am Schluss dann einfach runterstellen, glaube ich. Es gibt einen Black Friday Sales für alle, die das Pech haben und keine Tokens gewinnen. Aber ich bin jetzt gar nicht so der Selbstmarketing-Wütige. Und in Wirklichkeit kann nur noch sagen, hat mich echt gefreut, war wirklich gemütlich mit euch. Cool. Und wäre echt nett, wenn man sich mal beim realen Bier trifft. Das nehmen wir beim Wort, also von uns aus gerne. Lorenz, wie schaut's aus? Hast du noch was für Matthias oder die Zuhörer? Nix, was über ein großes Danke hinausgeht. Also mir hat total Spaß gemacht. Super die Einblicke in auch nur einen Teil von den Facetten, die das ganze Thema Art, Magic Art ja hat. Also wir sind jetzt nicht einmal den ganzen, sag ich mal, Fragenkatalog durchgekommen, den wir uns überlegt haben, weil einfach das von einem ins nächste gekommen sind und alles war total interessant und das, ja, also ich bin super glücklich über das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast und sage einfach aus vollem Herzen Danke dafür. Also ich muss dann auch nochmal dazu sagen, ich freue mich extrem, dass ihr euch ja für die Art-Seite so interessiert. Also bei den GPs merkt man es eben oft, es gibt die Spieler, also die Fans, die was eben Magic spielen und es gibt Fans, die was fürs Artwork zu den GPs kommen. Und es gibt zwar Überlappungen, aber sie ist jetzt nicht so riesengroß, glaube ich zumindest. Und ich freue mich eben extrem, dass das für euch interessant ist. Klar, auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir halt auch mal aufzeigen, Magic ist nicht nur Standard, Modern und Pioneer, sondern Artwork, das ist Story, Welt, die dahinter steckt und alles Mögliche. Hersteller. Ja. Genau, das wollen wir halt alles Content so ein bisschen Creator, beleuchten. Alles, was da dazugehört. Ja. Cool. Am Ende des Tages, Dani, dir das ja auch noch das Wort, um Gottes Willen. Genau, also nur kurz, also auch noch echt vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das, was noch kommt von dir. Ja. Und ich fühle mich echt geehrt, dass du dir auch das Rare-Pick angenommen hast. Und vielen Dank auch für die echt angenehme Kommunikation mit dir. Das war auch echt angenehm, die über Facebook zu schreiben. Also echt... Vielen Dank. Einfach mehr gibt es da nicht. Ich habe mich ja sehr zurückgehalten. Ja. Trotz allem, auch von meiner Seite, klar. Bevor ich das Ganze schließe, Wahnsinn. Also, dass wir natürlich eine Person in so einem lockeren Gespräch dann doch auch irgendwo der Person Gesicht geben dürfen, freut mich total. Also, das ist genau das, wofür wir hier stehen. Dass man dann merkt, wer hinter so coolen Karten steckt, dass ich dich eigentlich in Form deiner Artworks teilweise immer wieder in einem Legacy-Deck auf den Tisch lege, das hat man vorher irgendwie nie greifen können. Jetzt hat man einen völlig neuen Bezug, was es einfach noch wertiger macht. Also muss man ja auch sagen, also allein den Wert, den das Ganze jetzt dadurch bekommt, der ist für mich schon, ehrlich gesagt, unschätzbar, weil ich finde es einfach cool. Mir hat es total gefallen. Wie gesagt, größte Hoffnung ist bei einem GP oder einem Bierchen mal einfach sich auch nach so einem Interview mal persönlich zu treffen. Das macht das Ganze noch runder. Ansonsten hoffe ich, dass natürlich die ganzen Zuhörer, Zuschauer Spaß hatten, ein bisschen Einblicke bekommen haben, sich natürlich jetzt auf die Token stürzen. Weil das ist ja auch allein, das ist ja schon Wahnsinn. Dafür nochmal danke und dann würde ich sagen, wir sind super gespannt, was für neue Karten von dir kommen. Bleiben da einfach auch gerne mal im Kontakt. Also da wird es auf jeden Fall von uns noch ein paar Reviews geben, wenn wir in den nächsten Sets mal auf die Artworks gucken. Ja. Wird natürlich Ausschau gehalten. Ja, und dann würde ich sagen, das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 24. Matthias Kollross war unser Gast. Artist und im Endeffekt Zeichner von vielen spannenden Magic-Karten, die wir jetzt im Podcast benannt haben, die ihr nochmal sehen könnt. Und die Links posten wir drunter. Dann habt ihr genug Infos. Und dann würde ich sagen... Das war's für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Wünsche euch viel Erfolg bei den Kommentaren und bei der nächsten Verlosung und dann hören wir uns ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit, gesund bleiben und bis dann. Servus. Ciao, ciao. Bitte. Ciao.